Auf geht's mit dem Classic-Content quasi. Schauen wir uns das Video an. Ja. Komm, schauen wir uns das Video mit an. Das uralte Classic-Video quasi. Schnappst du es noch genauso wie früher? Die Statuen sind jetzt, glaube ich, anders, ne? Auf dem Live-Server. Die edlen Menschen von Stormwind sind ein stolzes, zähes Volk. Zwar dezimierte die dämonische Invasion der brennenden Legion das Schwesterkönigreich Lordaeron, doch die Verteidiger Stormwinds haben ein Auge auf alle, die ihrem Land schaden. Das Wasser, ne? Das Uraltwasser. Die Stadt Stormwind, im Vorgebirge des Elwynwaldes gelegen, ist eine der letzten Bastionen der Menschen auf der Welt. Unter der Herrschaft des Kindkönigs Anduin Wrenn ist das Volk von Stormwind der großen Allianz treu ergeben. Mit Unterstützung ihrer Verbündeten wurden die Armeen von Stormwind abberufen, um auf fernen Schlachtfeldern gegen die wilde Horde zu kämpfen. In Abwesenheit der Armee obliegt die Verteidigung Stormwinds ihren stolzen Bewohnern. Ihr müsst das Königreich gegen die elenden Bastarde verteidigen, die es bedrängen, und die subversiven Verräter jagen, die es von innen zerstören wollen. Die Zeit für Helden ist gekommen. Das größte Kapitel der Menschheitsgeschichte kann beginnen. Ich fand dieses Denglisch besser, weil es halt nur Eigennamen betroffen hat. Zum Beispiel, das heißt hier doch Nordhain? Moment. Seehain? Nein, das ist aber nicht das ursprüngliche Classic. In Dings hieß es Nordshire, Goldshire, Darkshire. Okay, das haben die schon mal geändert, also die Namen. Und ich glaube Eisenschmied. Ach doch, aber Ironforge ist Ironforge hier. Lol, warum haben denn die da... Warte mal. Also, wo ich Classic gespielt habe, war Dings hundertprozentig... war Goldshire auf jeden Fall noch nicht Goldhain. Ich glaube, Nordhain hieß auch noch nicht Nordhain, sondern Nordshire. Da bin ich mir relativ sicher, weil ich habe nie mit dem englischen Client gespielt, immer mit dem deutschen Client gespielt. Na gut, vielleicht haben die das... Schau, Under City, die Hauptstädte haben sie gelassen, ne? Was haben wir jetzt hier? Okay, mal gut, das ist eh gleich Thunderbluff. Thanassos, ist gut, ist eh ein Eigenname. Na gut, werden wir halt gleich sehen. So, jetzt muss ich mal bloß gucken, dass ich... Kann ich nicht rausscrollen, Interface... das war, glaube ich, Tastaturbelegungen. Wo muss ich denn Kamerafunktionen herauszoomen? Ah, doch. Okay. Doch, Mausrad oben, unten. Passt. Oh, da kannst du richtig weit rauszoomen. So, dann... Jetzt? Oh, das mit den Questlogs. Ah, das kann ich mich auch noch erinnern. Da konnte man aber, glaube ich, irgendwo einen Haken setzen, dass das schneller ging. Tatsächlich, weil die Dinger will ich mir nicht alles durchlesen. Schönen Tag. Gab's das hier in Classic auch schon? Dieses Ding hier? Da bin ich mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Wo war denn das? Was haben wir denn hier? Steuerung? Anzeige? Da konntest du die ganzen Leisten noch dazu machen. Das machen wir jetzt mal. Das finde ich gar nicht. Leisten fixieren. Ne, Leisten fixieren machen wir nicht. Können wir machen Namen, meinen Namen, können wir mal anzeigen, Kamera. Niemals. Maus, nein, das brauchen wir nicht. Wo ist denn das mit den Quests, dass man die instant anzeigen konnte? Das konntest du, glaube ich, einstellen, meine ich. Das meine ich, dass du das, oder vielleicht war das auch ein Add-on, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, passt. Kriegen wir schon hin. So. Was haben wir denn hier? Jetzt müssen wir mit dem einen sprechen. War doch bei Anzeige, oder? Quest sofort. Ah, genau, das war. Ich wusste, dass man es irgendwo einstellen konnte. Weil das hat mich am Anfang auch schon mal aufgeregt. Ah, da kann man das ausschalten. Minikarte drehen. Kannst du machen. Okay, und was müssen wir jetzt machen hier für die erste Quest? Spricht mit dem Marshall McBride. Okay, welcher ist der Marshall McBride? Ist das... Hallo? Warte mal, war das nicht einer, der hier drin stand? Ja, hier. Das war der Dude. Grüße.
das Licht segne euch. So, wo ist jetzt mein Account-Gear? Spaß. Stimmt, da hattest du ja noch die Weltkarte da, ne? Aber bei M kannst du auch aufrufen. Warte mal, konntest du die Quest? Ah, die konntest du schon anzeigen, okay. Kobold gezüchtet. Warte mal, musstest du nicht als erstes die Wölfe töten? Oder haben die das erst später gemacht, dass du die Wölfe killen musstest? Ach ne, da haben wir auch noch eine Quest. Also ich muss Kobold gezüchtet töten. Und was muss ich noch machen? Was haben wir denn? Wir haben Schattenblitz. Dann haben wir hier die Buffs, ja, die waren da. Früher gab es noch verschiedene Schilder als Hexmeister. Das war noch was. Ja, die werden halt hier nicht automatisch angezeigt. Okay, mit wem muss ich jetzt sprechen? Hallo? Schönen guten Tag. Warte mal, war da nicht irgendeiner da hinten? Ach nee. Ah doch, das zeigt sich jetzt hier mit den Punkten auf der Karte an. Das war früher auch anders. Schnelles Plündern kann ich auch anmachen. Ja, du hast recht. Braucht ihr etwas? Dann sieht sich. Ich muss den Sound ein bisschen umkalibrieren, glaube ich. Das ist mir tatsächlich ein bisschen laut alles. Lass mal. Oh, irgendwie so, keine Ahnung. Können wir danach nochmal gucken. Ja. Den haben wir auch gequatscht. Was müssen wir da machen? Wölfe. Ah, hier haben wir die. Die sind früher richtig schlecht gedroppt, das weiß ich noch. Ach, ja, der hat mir jetzt meinen Wolf geklaut. Du Drecksack, echt. Du Dreckiger. Ach, die Scheiße. Schau mal, wie viele Schattenblitze man braucht, um einen Wolf zu töten, ne? Gut, das ist ein Level 2 und ich bin. Ja, schnelles Plündern, okay. Ihr habt. Wo ist denn das drin? Kampf. Nee, Kampf ist es nicht. Steuerung. Schnelles Plündern. Keine. Und was wollte ich jetzt noch? Ja, ja. Zu viel auf einmal. Und was zum Essen habe ich auch noch. Ach, schau mal, da haben wir die ganzen Trinken, ja. Tipps anzeigen. Ich will keine Tipps, also. Achso, und ich wollte hier die Sachen noch umstellen. Warte mal, bei Tastaturbelegungen. Kann man denn hier das umbinden? 1, 2, 3. Ne, das geht nicht. Ne, das ist die falsche Leiste, ne? Für linke. Ich will die hier gerne umbinden. Warte mal, Zielmarkierungen. Weitere Funktionen. Achso, ne, das ist Aktionsleiste. Ah, an die muss ich rein. Ich war in der falschen. Ich fange nämlich gern mit dem Hütchen an. Das habe ich eigentlich auch immer belegt. Sonst muss ich mich dazu sehr umstellen. So, perfekt. Jetzt ist das eine auf Hütchen. Die sind alle schon in Gilden, die Leute hier. Warte mal, wie viel macht denn mein Dolch, wenn ich damit reinhaue? Also das macht 12 Schaden. Was macht der Dolch? Verfehlt. Na gut, du musst erstmal Waffending skillen, ne? Hier, Waffenfertigkeit, Dolch. Gut, das macht 3 Schaden. Das rentiert sich nicht. Den miele ich jetzt tot hier. Alter, der hat geblockt. Mit was blockt denn der Hund? Oder der Wolf? Machten das genau? Erhöht die Rüstung um 40 und dann hat es live hergestellt. Und dann gab es da noch so eine grüne Rüstung. Aber da, ah, hier, das wird ja gar nicht angezeigt, ne, wenn du es noch nicht hast. Demologie, Zerstörung. Warte mal, wir können uns die alten. Wo sind denn die Skillbäume drin? Okay, das hattest du früher nicht, ne? Ah, okay, die Launch und das haben sie schon reingebastelt. Da könnte man natürlich sagen, das gab's nicht, aber eigentlich schon gut, dass sie es gemacht haben. Okay. Alter, wie groß das Fenster ist, ne? Ich hab schon wieder 9 Freundschaftsanfragen. Also ich kann, wenn mich einer geaddet hat, ich kann euch nicht annehmen, weil ich muss wieder Leute rausschmeißen. Ich werd immer von irgendwelchen Leuten geaddet. Ja, ein Zauberstab, aber ne, hier am Anfang beim Questen. Warte mal, ich könnte zu dem Händler gehen. Da hast du dir am Anfang ja immer Gear kaufen können. Ein paar Silber habe ich schon. Ist denn. Warte mal, was haben wir denn hier? Das ist das Hauptmenü, das ist ganz normal. Oh, ich bin gerade Level abgestiegen. Uiuiui, Level 2. Classic durchgespielt hier. Das ist doch wahrscheinlich. War das hier in dem Dings Fertigkeiten? Ah, da war das drin, ne?
da dass diese ganzen Demologie zerstört. Klassenfertigkeiten hast du auch? Also an das kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich gestehen, dass du bei Demologien zerstört. Aber den Skill kriege ich erst mit Level 10, ne? Vorher habe ich den ja nicht, ne? Richtig. Sprachen. Das ist so gammelig, du kannst mal ein paar Schattenplätze drauf, hast kein Mana mehr, dann kannst du den Mob wegmilien. Was von dir? Eine Freundschaftsanfrage? Oder wo waren das jetzt hier? Base. Bist du das? Also ich weiß nicht, ob es gibt ja vielleicht mehrere Leute, die Space heißen, ne? Ja, wenn es dein Battletech ist, dann weiß ich nicht, warum ich eine Anfrage von dir habe. Also die wirst du mir dann wohl gestellt haben, ne? Sonst, ich kann ja nicht bewirken, dass du mir eine Anfrage schickst. Also. Ja, jetzt muss ich eigentlich trinken, weil ich habe keinen Mana mehr. Geht schon los. Also im Classic brauchst du wirklich noch die Sachen. Und am Anfang rechst du ja noch relativ schnell, aber sobald man Level 10 ist, musst du nach jedem zweiten Fight, musst du... Oh fuck, der hat Widerstanden. Hier gab es noch diese Widerstände, ne? Schattenwiderstand, Ding, und anscheinend hat der gammelige Wolf ein bisschen Schattenwiderstand. Also, ne, das sind hier noch die Start-Mobs, ne? Die ja eigentlich ziemlich schnell down gehen. Jetzt habe ich schon wieder keinen Mana mehr. Ich hätte wieder recken sollen vor dem Kampf. Also, das ist halt ein extrem langsames Gameplay quasi, was du in Classic hast. Das muss man halt wollen, ne? Jetzt kann ich den halt wegmilien. Ein bisschen Mana. Klar, wenn du einen Zauberstab als Caster hast, dann ist das natürlich schon angenehmer. Dann kannst du nämlich halt Auto-Attack mit dem Zauberstab machen. Okay, das haben wir. Dann geben wir das mal ab. Was kann ich so? Okay. Du, das kann sein. Ich hab die halt nicht angenommen, die Freundschaftsanfragen. Weil wie gesagt, also ich wusste jetzt auch nicht, dass das wirklich du bist, ne? Aber ich hab halt eine volle FL und dann, Ich nehme das dann halt immer mal wieder so intervallsmäßig, hau ich ein paar Leute runter, wenn die länger offline sind. Oder wenn ich mir denke, wer ist das? Und dann lade ich wieder andere drauf, weißt du? So mache ich das. Hast du die 5 Sekunden? Ach, du meinst mit MP5, oder? Die Geschichte mit, dass du den Mana-Rack ankurbelst. Ja, das könnte man machen, aber das ist eigentlich eher bei Heilern sinnig. Ich liefere nur feinste Waren. Gar nicht, ob ich schon Ding hab. Hattest du das nicht? Also es gab früher mit Willenskraft hast du Mana gekriegt, dann gab es noch so ein Stat MP5, also alle 5 Sekunden Mana, und das ging halt auch im Fight, ne? Aber sowas habe ich ja alles nur gar nicht. Oder hattest du das auch ohne, dass du es auf dem Gear drauf hattest? Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Auf sowas sind nämlich Heiler immer gegangen. Auf MP5 und Willenskraft. Als Hexer hattest du Adalas, da hat dich das nicht gejuckt, ne? Adalas! Hast du durchgespammt. Ja, aber... Ich glaube, dieses 5-Sekunden-Ding war das MP5-Zeug. Das war nicht Willenskraft. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sets gewesen. Was ein bisschen befremdlich ist, dass du halt die Quest, dass du nichts auf der Map angezeigt kriegst, ne? Irgendwie wirklich gar nichts. Außerhalb vom Kampf, wenn ich jetzt eine Weile nichts mache, dann fange ich an zum Reggen, ne? Und wenn ich jetzt hier drauf schieße auf den, jetzt habe ich genau 100, ne? Mal gucken, wie lange es dauert. Das sind immer, glaube ich, diese 5 Sekunden, dann, ja genau, jetzt fängt der Rack an. Mhm. Dann kriegst du wieder ein bisschen was, genau, so war das. Okay. Boah, also du kannst. Wahrscheinlich hast du Rechtsbase, ja. Ich dachte, dass das mit dem Dings zusammenhängt, mit dem MP5, was du ja auch auf Gear drauf hast. Also, warte mal, jetzt haben wir ja hier leider kein Dings-Journal, aber es gab halt früher diese. Auch diesen Extra-Stat, ne? Also nicht nur Willenskraft, sondern Mana alle 5 Sekunden. Aber das gibt's schon lange nicht mehr im Spiel. Das haben sie irgendwann, glaube ich, mal mit... Alter, jetzt hat er widerstanden, der Kackmob.
Macht es Sinn, dass ich mit irgend so einem eine Gruppe mache? Der hittet die ganzen Mobs hier an, der Drecksack. Doch mal einfach so anhitten. Der kommt erst wesentlich später. Ja, nee, am Anfang hattest du eh noch nicht solche Sets, du hattest auch keinen Spell-Damage und so auf dem Gear drauf, das ist schon richtig. Aber MP5 haben dann, glaube ich, nur Dings genommen, ne? Nur Heiler. Boah, ich habe mein Dolch schon auf 9 gesteigert und Verteidigung ist auch schon auf 9. Jetzt geht dann gleich richtig was. Ich habe einen Kobold gezüchtet. Warte mal. Das sind hier die falschen Kobolde, die muss ich gar nicht machen. Ich muss die Kobolde vor der Höhle töten. Das war jetzt Käse. Hab die falschen Kobolde umgeboxt. Brauch keine Hilfsarbeiter. Aber seht ihr, da sind die ganzen Mobs halt grau, ne? Tagelöhner. Hier, das ist ein Gezücht. Oh, irgendwer hat mir Int gebufft. Nice, hab 2 mehr Int. Ja, das glaube ich. Dass da beim Release nix rumstand. Ja, wir haben kein Mana mehr. Tagelöhne brauche ich auch nicht. Ich bräuchte so einen Instant-Zauber, dass ich alles antecken kann und irgendwie. Was haben wir denn da? Tageslöhne, brauche ich auch nicht. Hier, Gezücht. Bam! Den haben wir weggekrittet. Ja, das glaube ich. Und ganz ehrlich, klar, ich verstehe, dass man heiß auf Classic oder so ist, aber da würde ich auch richtig das Kotzen kriegen, oder? Wenn du dann hier wegen einer Quest 3 Stunden rummachst, also, boah, hätte ich auch wenig Bock. So, jetzt sind wir Level 3 hier. Jetzt geht was. Aber das am, also, ne, im Classic am Anfang ist das mit den Spells echt relativ begrenzt, ne? Das ist ja jetzt zwar auch noch so, aber du siehst ja mit dieser Mana-Geschichte kommst du halt als Caster relativ oft auch in die Bedrängnis, dass du einfach melee'n musst, ne? Außer du reckst halt bei jedem Mob, ne? Oder du hast halt so lange Pausen wie ich, weil ich jetzt die richtigen Mobs hier am Suchen bin. Komm, jetzt haben wir so einen Tageslöhner um. Keine Ahnung, wenn hier keine richtigen sind, dann krieg ich wenigstens ein bisschen EP. Fuck, den hat noch jemand anderer mehr weggetaggt. Ich hasse euch. Das ist das Nächste, ne? Es war in WoW, war sehr lange Zeit so, ich glaube, also, ich weiß gar nicht, bis WoD? Ach. Ich glaube, bis einschließlich WoD war es ja so, dass du Mobs so wegtacken konntest. Komm, meiner, oh, ich dachte, der will mir den klauen. Und da, das hat immer zu sehr viel Unmut geführt, ne? Dann hast du, wenn dann immer Gruppen gemacht, oder du, Leute, die keine Gruppe wollten, haben sich dann immer gegenseitig das weggetackt. Und, im Endeffekt muss ich sagen, es fördert das Zusammenspiel an sich, so wie es jetzt ist, dass du dir die Mobs nicht wegklaust. Finde ich tatsächlich besser, muss ich sagen. Also fuckst du dich halt gegenseitig ab. Ne? Jetzt fuckst du dich halt im Warmut mit der anderen Fraktion ab, aber das ist noch okay. Fuck, ich da wollte in dem klauen, den Mob hier. Ja, das sind, manche Sachen findet man gut, manche Sachen findet man nicht schlecht, aber so ist es halt. Komm mir rein. Stimmt, der Wichtel ist gut. Ist schade, dass ich jetzt nicht sehe, wann was kommt, ne? Ja, sobald du Dots hast, ist es schon ein Stück besser. Okay, ja, das ist natürlich auch die Sache, aber es gibt halt so Leute, die wollen halt keine Gruppe machen. Letztens mit einer Freundin gesprochen, die meinte, nee, sie hat einfach keinen Bock, in Classic eine Gruppe zu machen. Sie will einfach nicht mit den Leuten da irgendwas machen und dann
läuft sie lieber alleine rum oder halt mit einem, den sie kennt quasi. Was muss ich hier machen? Und du willst ja nicht immer irgendwen einladen, weißt du? Oder wenn jetzt viele Leute da sind, dann wären jetzt bestimmt 5-6 Gruppen, ne? Ab 10? Warte, war erst ab 10 der Wichtel? Okay. Ja gut, warte mal, hier, da ist der Klassenlehrer, ne? Hallo. Mögen eure Reise. Schauen wir mal, ob ich schon genug Gold habe. Am Anfang konntest du, glaube ich, immer alles. Hier, Feuerbrand. Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4. Das kostet ja 10 Kupfer. Okay, das ist relativ günstig. Man sieht sich. So, jetzt habe ich schon mal einen Dot. Können wir mal dahinter reinpacken. So, was haben wir jetzt nochmal in Quest bekommen? Also ich muss jetzt so Banditen killen. Ich dachte, den Lehrwandel hat man ab 10 gekriegt, aber jetzt noch immer so ganz. So, jetzt haben wir ihn mal gedot. Ach so, du siehst. Ah, warte mal, konnte man das nicht auch damals schon einstellen, wie lang das noch drauf ist? Oder ist der jetzt unendlich lang drauf, der Dot? Oder wisst ihr das? Weil das würde ich schon ganz gerne. Ah, okay, jetzt ist er ausgelaufen. Weil das ist ja dreckig, wenn ich nicht weiß, wie lang der Dot drauf ist. Oh, ich habe schon ein Band. Das geht nur mit dem Add-on, okay. Ah, schau, man ist halt zu verwöhnt, ne? Man ist halt gewöhnt, dass man das sieht. Da ist man zu verwöhnt, tatsächlich. Was macht denn das overall an Damage? Gut, das lohnt sich wahrscheinlich schon. Wenn das durchtickt, dann rentiert sich das. Genau, also den. Ich war mir nämlich relativ sicher. Oh fuck, jetzt habe ich zwei Mobs gepullt und ich habe nicht so viel. Warte mal, den dotte ich dann auch nochmal. Fuck, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Jetzt Milin mal den tot. Fuck, der hat ausgewichen. Oh, ich glaube, das wird mein erster Tod hier. Weicht doch nicht die ganze Zeit aus, du scheiß Viech. Halt, warte mal, nee. So. Habt ihr gesehen? Zwei Mobs gepult. War schon eine knappe Geschichte. Und das im Startgebiet. Na gut, als Hexer kannst du eh nicht kicken, ne? So, jetzt habe ich dann bald kein Essen mehr. Jetzt muss ich mir neues Zeug besorgen. Weil ich habe so einen Käse. So, den Käse ziehen wir jetzt mal raus und haben wir dann noch einen Apfel. Und das packen wir mal hier oben hin. Oh, widerstanden, ist das dein Ernst? Kerzen haben wir noch. Bald mal wieder verkaufen gehen. Fuck it. Gucken, ob ich irgendwas anlegen kann, aber es scheint eher schlecht zu sein. Hier gibt es ja auch keinen Maßloot, ne? Also muss jeden Mob einzeln looten. Das ist, da muss man sich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen, ne? Ah, fuck, ich habe schon wieder keinen Mana mehr, ne? Da muss man sich erst ein bisschen reinfuchsen in das Ganze. Wenn man halt lang jetzt diese ganzen, Quality of Life-Geschichten aus dem aktuellen Game gewöhnt ist, ne? Dass man Maßloot hat, dass man die Dot-Dauer sieht und sowas. Dann merkt man erstmal, wie das mal früher war. Ja, das sind so Sachen, ne? Die merkst du dann halt erst. Alter, das Widerstehen, ne, von den Mobs, das regt mich echt auf. Du hast schon echt wenig Mana, ne? Und bist halt echt angewiesen, dass die Mobs schnell tot gehen. Ich bin schon wieder fast tot. Da siehst du mal. So, jetzt hab ich kein Dingsfood mehr, ne? Habe ich nichts mehr zu trinken. Jetzt bin ich halt gefickt quasi. Jetzt muss ich den Mob totmilien gleich. Brauche halt echt einen Zauberstab. Ja, sobald mein Captain blaue Wolke hat als Hexer, geht's halt echt, ne?
Aber wenn du einen Mage spielst, ist das also ein Hexenmeister ist in Classic schon eine sehr leichte Klasse. Wenn Hunter und Hexer sind tatsächlich eine sehr, sehr leichte Klasse. Muss man dazu sagen, ja. Komm, jetzt helfen wir dem einen Typen hier mal. Der hat irgendwie zwei Mobs gepullt. Mein Mana ist zu niedrig. Fuck, jetzt habe ich kein Mana mehr. Der verhaut den noch. Den Priester, der hat Heal-Aggro. Er hätte jetzt ein Assi sein können und den einfach auf den anderen Typen lassen. Aber warte mal, der lootet da was. Anscheinend hat er noch eine zweite Quest hier. Dreckiges Schiff, stirb. Ich muss mir was zu trinken kaufen. Das funktioniert so nicht. Ach komm, hat er das echt widerstanden? Ja, ich melee den halt jetzt kaputt. Dann kann ich den nächsten Mob übelst wegbrennen. Ab Level 4 hat man, glaube ich, schon ein paar mehr Zauber. Da geht dann was. Bäm. Tot gemeleed. Ich gibt's mir noch eine Quest, dass du das Zeug hier aufklauben musst, ne? Das sind halt alle im Fight hier, die Viecher. Oh fuck, das war jetzt nix. Jetzt habe ich die alle geaggrot. Jetzt werde ich sterben. Oh nice, der hat mich geheilt. So ein geiler Typ. Klingt irgendwie ironisch, wenn er sagt, wie großzügig. Ich hab dem jetzt einen Slash, hier, ne, das ist ein Heal Priest. Der hat mich einfach, er hat den Anführer geheilt, der Typ. Sonst wäre ich jetzt halt sicher gestorben, wenn er mich nicht geheilt hätte. Ich hab versehentlich, drei Mobs gedingst. Aber ich hab dem anderen Typen auch geholfen, die haben ihm halt gemeleed. Ich brauche mehr Mana. Hä, warum rennt der jetzt zu dem anderen? Achso, der hat den auch angegriffen. Oh fuck, jetzt hab ich nochmal eingeedit. Hier ist halt ein. Fuck, ich hab keinen Mana mehr. Ich muss jetzt mal hier aus dem Teufelsloch raus. Hier spawnen immer mehr Mobs und ich habe überhaupt keinen Mana mehr. Kill ich den mit Melee-Hits, dann versuche ich da mal rauszukommen. Ich hab schon keinen Taschenplatz mehr. Fuck, da kommt der nächste. Kill ich den mit Ding noch weg? Muss ich schnell aus dem Feld raus. Da hinten müsste nur irgendwo einer liegen. Oder? Wo ist denn da? Oder war da nicht noch einer? Die sind ganz schön hart, die Viecher hier. Aber ich bin noch nicht gestorben, Leute. Es war zwar schon zweimal kurz davor. Ach, da liegt auch noch einer. Nice. Level up. Shit, jetzt muss ich da irgendwie vorbeikommen, ohne dass ich hier alles edde. Nice, der Typ ebnet mir den Weg. Lauf, Forest. Ob ich Classic gut finde? Also ich habe es damals auch gespielt, Classic. Und ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit, also ich spiele heute das erste Mal jetzt, ne? Habe ja schon die ganze Zeit gesagt, dass ich nicht im Classic-Hype bin und dass ich quasi halt ein bisschen reingucken will, ein bisschen Nostalgie, aber wahrscheinlich nicht jetzt wirklich den Char hoch spielen werde und solche Geschichten, sondern einfach nur mal ein bisschen, oh fuck, das eine brauche ich noch, nur mal ein bisschen reingucken möchte, ne? Und genauso werde ich das jetzt machen, ne?
Quasi, ich werde jetzt heute Abend ein bisschen spielen, vielleicht nochmal irgendwie oder so, aber ich werde jetzt nicht da krass durchsuchten. Also, weil so catcht es mich einfach nicht, ne? Ich bin jetzt nicht so der krasse Nostalgiker, der sich hinstellt und sagt, oh, früher war alles besser und hin und her, sondern ich finde das aktuelle Game auch ganz gut und, ja. Das habe ich ja alles schon mal gemacht, weißt du, vor knappen 15 Jahren. Aber warum nicht, wenn es jetzt gerade live geht, ein bisschen reingucken, spricht ja nichts dagegen, wenn man die Zeit hat. So. Ja, genau, Elvi ein bisschen durch. Und vielleicht catchst du mich dann doch und ich sag, hey, komm, ich will jetzt hier weiter basteln, das weiß ich nicht, ne, das... Da muss ich ein bisschen gucken. Also so, es ist halt ein langsamer Pace, ne? Und ich bin ja eher so jemand, der gern durchballert, aber es hat halt auch was für sich. So, jetzt will ich mir aber meinen Wichtel holen und meine Zauber. Übrigens sah genauso mein erster Char aus, ne? Also mein Hexenmeister, der hieß auch so. Ach, den gestohlenen Folianten habe ich nicht. Was haben wir denn hier? Oh, das kostet ein Silber, ne? Muss man überlegen. Oh, Verderbnis habe ich endlich. Und Fluch der Schwäche. Der von 2 Minuten lang um 3 reduziert. Ach stimmt, es konnte damals immer nur ein Fluch drauf sein. Dann kriegt es Schattenblitz Rang 2 und Dings hier. Und hier konnte man sich den Wichtel holen. Aber wo kriege ich jetzt diesen komischen Folianten her? Da kannst du nicht draufklicken? Ach, ist das dreckig. Habe ich sogar noch eine Quest. Mit einem muss ich sprechen, mit dem da hinten. Okay. Okay, der Novize lief weg. Ich muss einen Typen stellen und ihm den Folianten abspenstig machen. Okay, die Ernte muss ich holen. Den Kopf brauchen wir. Es ist so komisch, ne, dass du nichts auf dem Ding hast. Nichts auf der Karte. Du bist es so gewohnt mittlerweile, dass ich schon immer gucke, wo muss ich jetzt hin? Ich hole mir erstmal einen Leerwandler. Also der hat, so ein Novize hat sich hier der Dings angeschlossen, den muss ich jetzt erstmal suchen gehen. Also, was ich halt sagen muss, du musstest dich halt in Classic schon ein bisschen mehr mit der Quest auseinandersetzen, weil dir wird halt nicht vorgekaut, hey, Gebiet auf dem Ding, da musst du hin, sondern du musst halt selber ein bisschen mehr erkunden und das kann schon ein cooles Roleplay-Element sein. Ich bin halt ein fauler Sack quasi und schau lieber auf die Map, sag, da muss ich hin, das holt sich um. Ne? Und hier muss ich jetzt halt gucken, okay, wo muss ich hin? Er muss halt suchen gehen und dann den Mob umhauen. Vom Rollspielfaktor ist es natürlich viel cooler, wenn du halt die Sachen suchen musst. Ne? Das ist ganz klar. Vor allem hier beim Suchen ist es ja noch so, dass ich die Mobs versuche zu meiden und dann jeden Mob killen muss, weil einfach durchreiten ist nicht, weil sonst hauen sie dich halt einfach zu Brei. Ne? Also das ist halt die Geschichte. Warte mal, war dieser Hexenmeister-Dude, war der nicht irgendwo da hinten? Kann ich mich da nur so grob erinnern? Weil hier war der mit dem Kopf, ne? Der Dude. Hier. Den muss ich, glaube ich, für den Kopf umhauen, oder? Ja, das ist der Kopf-Dude, aber der ist gerade tot. Jetzt muss ich hier, glaube ich, das Zeug nur looten, oder? Die Ernte, ja, die Quest hätte ich eigentlich zusammen machen sollen. Aber jetzt warte ich einfach, bis die anderen da reinlaufen und die Mobs triggern. Und ich klaue mir die Ernte weg. Oh, das dauert hier echt lang. Kauf dir was zu trinken. Oh, jetzt habe ich das zu spät gesehen. Du hast vollkommen recht. Ich hätte mir was zum Trinken kaufen sollen. Aber ich habe nur 8 Silber. Ich kann mir nichts zum Trinken kaufen. Ich hätte mir den 1 Bell nicht kaufen sollen. Fuck, der hat mir das weggelootet. Oh, fuck it. Oh, nice. Das hat wer anders getriggert. Perfekt. Ich hätte mir den Fluch nicht holen sollen. Warte mal, eigentlich kann ich mir Mili aus der Leiste ziehen. Schattenblitz-Ding. Ja gut, machen wir das mal so. Das passt schon. Zack, Milis Ernte. Also der Kopf ist hier und ich meine der Hexenmeister, also diese Hexenmeister-Quest, da war irgendein Mob an der Kathedrale dran gestanden, den du anquatschen musstest. Meine ich. Bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, weil diese Quest habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal mit meinem ersten Char gemacht und das war halt, ja, wirklich ganz am Anfang in Classic. Das ist schon so lang her, dass ich mir da tatsächlich nicht mehr so hundertprozentig... Kann ich das wegloten? Ah, fuck! Okay, das muss... Oh, nice. Die Aggro ist geswitcht. Warte mal, nein. Man musste damals Verderbnis casten? Was? An das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber der Fluch, der war da. Was? Was? Okay, Verderbnis war nicht Ding. Meinst du hier in dem Zelt? Das kann tatsächlich sein. Ja, jetzt hauen wir aber erstmal den Boss hier um. Oh, mal gucken, ob ich den alleine schaffe. Das bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Lol, man musste Verderbnis tatsächlich casten. Tatsache. Kommt der mit, der andere? Okay, der kommt mit. Dort mal den mit, dass mir den keiner klaut. Dann kriegt er hier auch noch Ding ab. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ja, der tickt runter, oder? Mit dem Ding, oder? Hoffe ich mal. Bin ich schon richtig im Dot-Ding hier. Fuck, der ist nicht ganz gestorben. Alter, warte mal, den kann ich wegmilien. Aber dass man Verderbnis casten musste, das, an das kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. So, du meinst das Zelt hier, ne? Oder? Aber da sehe ich jetzt nix. Oder was im Zelt? Warte mal. Bevor ich jetzt die drei Mobs pull. Fuck, ich hab den Kopf nicht gelootet, ja. Scheiße. Ja, ich muss den Kopf looten. Ey, den hab ich zerstört, den Mob hier, ne? Das ging gut. Tatsächlich. So, Kopf haben wir eingesackt. Das Buch liegt da, okay. Ja gut, dann ich vertraue euch mal, dann müssen wir die drei Mobs mal irgendwie killen. Jetzt mit Dots ist es relativ angenehm, weil die hauen doch hier 40 Sekunden lang. Shit. Oh nein, ich hab noch einen geaddet. Fuck, die haben mich noch geslowt, jetzt werde ich halt hundertprozentig sterben. Ich kann das nicht plündern. Ja gut, das sind jetzt 5 Mobs, ne? Vergiss es. Fuck, und der eine Typ läuft rein und klaut sich das Buch. Ein Dreck. Versucht zu looten und wegzulaufen. Ja, da kam von hinten nochmal einer. Silver, hey, grüß dich. Habt ihr das gesehen? Das war eine fiese Nummer. Das war eine fiese Nummer. Das war mein erster Tod jetzt in Classic auf Stufe 4. Bin ich verreckt. Aber ich hab den Äußeren gepult, die anderen sind trotzdem mitgekommen, ne? Konntest du nichts machen. Da machst du nix. So, hier, das ist eine ohne ramponierte Truhe, die schnabuliere ich mir. Meins, 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 meins. Boah, da war ja aber richtig Kohle drin. 12 Kupfer. Ah, da ist das Buch, ne? Nice. So, jetzt habe ich da meinen Wichtel und jetzt geht's dann richtig ab. Jetzt geht's dann richtig ab. So, was haben wir denn? Das haben wir fertig. Jetzt haben wir 3 Quests, die wir abgeben können. Ja, okay. Auch Trouble hier. Jo, Fainty, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Was? So, Dala. Braucht ihr etwas? Braucht ihr etwas? Braucht ihr etwas? Ja, ich brauche Hilfe, ich will meine Wichtel haben. Nice. Das hat einen Haufen EP gebracht. So, wo ist das drin? Demologie. Kann ich mir eigentlich die hinterziehen. So. Warte mal, braucht man dafür nicht irgendwie Sehnensplitter damals? Hast du da nicht? Oder Wichtel kannst du so beschwören anscheinend. So, wann kriege ich den Adalas? Kriege ich mit Stufe 6. Und das kriege ich auch mit Stufe 6, den besseren Schattenblitz. Brauchen wir noch ein bisschen. Ich habe 31 Kupfer, ne? Machen wir keinen großen Wurf mit. Schönen guten Tag. Oh, warte mal. Ich glaube, Rücken hat man. Hab ich noch. Nee, Brust habe ich. Hose habe ich schon. Nehmen wir mal den Rücken. Eure Reisen sicher sein. Oh, ich hatte schon den anderen Rücken. So eine Kacke. Sogar ein weißer Rücken. So, jetzt habe ich noch das Millis-Ding. Kann ich auch nochmal abgeben gehen. Belehrwandler brauche ich einen Splitter, okay. Jetzt verkaufen wir mal die Äpfel hier. Können wir auch
auch verkaufen. Wo haben wir denn? Ne, der verkauft kein Wasser. Sucht er was Bestimmtes? Was kann ich für euch tun? Alter, das kostet halt 25 für... Nee, das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Das kaufe ich mir jetzt nicht, das Wasser. Keine Ahnung. 25 Kupfer, das ist ja... Ich kann mir halt nur einmal Wasser kaufen, theoretisch, weil so viel habe ich dann gar nicht mehr. Die Spells sind halt so teuer, ne? Das ist halt echt... Boah. Muss alles für die Spells zusammenhalten, das Geld. Braucht ihr etwas? Schönen Tag auch. Gut. Ach, da muss ich jetzt einmal noch in das Lager rein. Warte mal. Hier. Das muss ich nur abgeben gehen. Kobold-Tagelöhner muss ich jetzt noch töten. Gezücht. Vergesst nicht zu buffen, ja. Buffen hier. Sagst du was hier? Ach du Kackmage. Und wie lange ist denn das von der Castdauer? 2 Sekunden? Das ist auch 2 Sekunden. Der Wichtel schießt jetzt auch noch drauf, ne? Jetzt müsste ich doch eigentlich hier, wenn ich die... Ich brauche mehr Mana. Vergiss, ich kein Mana mehr. Ich muss wieder alles anfangen, alles zu looten hier. Das ist echt schlimm. Mal jetzt hier Dot Party. Suche ich mal 2 zu machen. Da siehst du, der kippt mit dem Wichtel und den Dots eigentlich um. Easy. Muss mal gucken, wenn ich jetzt beide Dots drauf mache, dann könnte ich ihn eigentlich nur melien, das müsste eigentlich reichen. Loft. So. Was haben wir denn da? Tagelöhner? Na, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ich hätte mir vielleicht... Ach, warte mal. Ein Wasser habe ich theoretisch noch, ne? Komm. Verwenden wir mal ein letztes Wasser. Ja, das stimmt schon. Für solche Killquests würden sich Gruppen lohnen. Da müsste ich wieder irgendwelche solche Leute zusammenladen. Klar spiele ich Allianz, habe ich ja gesagt. Alles andere wird da keinen Sinn machen. Schauen wir mal, ob wir drei Mobs packen. Wenn wir alle 3 Mobs... warte mal, ich hätte gar keine... Ja, doch. Aber die sind auch nur Stufe 3, da geht das tatsächlich. Auf welchem Remi Spiel? Auf Rasa irgendwie... Ich habe schon wieder vergessen. Der mit R, der PvE-Server mit R. Warum? Ja, weil ich das ja nur aus Nostalgiegründen spiele und ich ja zu Classic auch einen Hexenmeister-Menschen gespielt habe, ne? Deswegen. So, warte mal, hier kann man ja auch dieses aggressive Ding nehmen, ne? Defensiv, passiv hatte man. Ja, gut. Razorfin, genau so heißt das Ding. Ich kann es mir nicht merken. Schlimm. Razorfin. Nice, zum Beispiel für 5. Jetzt geht was. Warte mal, war das der Typ, der oben stand, oder war das der, der hier war? Nee, okay. Ja, gut. Dass ich Fertigkeiten in Gebrechen... Also das kann, an diese Skillpunkte oder Fertigkeitspunkte in den einzelnen Specs, an das kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Klar, Waffen und Dings auch. Oh, hier gibt's aber Umhang habe ich mir vorhin schon geholt. Aber das ist, glaube ich, diese schwere Rüstung war, glaube ich, immer mehr wert als Ding. Als Stoffsachen.
Irgendwie ist die Mausgeschwindigkeit... Alter, was treten sie sich das so... What the fuck? Irgendwie, ich glaube, ich muss die Mausgeschwindigkeit oder diese Drehgeschwindigkeit nur umstellen. Kannst du, glaube ich, runterspringen, ne? Irgendwo an der Seite. Alter, die Dinge musst du irgendwie umstellen. Richtig nervig. So, wo müssen wir das jetzt hinbringen, das Ding? Hilfsarbeiter muss ich jetzt killen. Ja gut. Machen wir das doch mal. Ob alles so ist, wie ich es damals kannte. Also ich kann ein paar Sachen sagen, wo ich nicht mehr so 100%, also wo ich nicht mehr wusste, zum Beispiel hier, ne, dass Verderbnis eine Kastzeit hatte. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Was kommt auch noch dazu? Nö, das meiste andere ist tatsächlich so, wie ich es kannte. Nee, also dass der Speedpace so war, dass ich viel melien musste und so, das war früher auch alles so. Also genau so ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Ach schon, warte mal, ich wollte ja erstmal hier das machen. Warte mal, das ist ja wieder eine Killquest. Soll ich einfach mal ein paar Leute einladen? Vielleicht geht das dann schneller. Was ist jetzt los? Zulassen, ja. Firewall. Oh, ich habe zwei Leute eingeladen. Den auch noch ein... Ach ne, den habe ich schon in der Gruppe. Den Halunken. Und was noch... warte mal, hier mit den Fertigkeiten. Ne, klar, dass du Waffenskills hattest, das kenne ich noch. Und auch dieses Verteidigung und Sprachen, das ist alles klar, ne? Aber dass ich Klassenfertigkeiten hier, Demologie und Ding hatte, an das kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Also... Na komm, da können wir doch melien. Kriegen wir halt echt wenige P, ne? Und können immer nur... Kann ich das Loot-Ding umstellen? Jeder gegen jeden, machen wir jetzt mal. Dann kannst du wenigstens das Zeug looten. Oh, jetzt hat der eine gleich die Gruppe verlassen. Weil ich jeder gegen jeden gestellt habe. Ich will jetzt hier nicht weg ninjan, aber sonst kannst du die Mobs, die du selber umhaust, nicht looten. Das ist halt dumm. Ja, weil, also was bewirken die eigentlich? Ich bin Level aufgestiegen und habe quasi dann 5 Skillpunkte mehr gekriegt. Aber was mache ich mit den Punkten? Also, weil klar, ich weiß, wenn ich mehr Dolch-Skill habe, dann verfehle ich nicht mehr so oft und solche Geschichten, ne? Und, also das Zeug ist ja wirklich sinnig. Gemeinsprache war ja quasi sinnig, dass du die anderen Dings verstehst. Das ist außerwelt klar. Aber diese Dings, hängen da irgendwelche Skillpunkte dran oder so? Aber mit dem Level kannst du ja nichts skillen. Deswegen weiß ich nicht, was diese Klassenfertigkeiten, was die bewirken sollen. Das ist mir so ein bisschen schleierhaft. Ja gut, das kann natürlich sein, aber das könnte... Ja, okay. Dann könnten sie es doch eigentlich auch ans Level binden, oder nicht? Naja, ist ja wurscht, ja. An das kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich kann ich mich nicht daran erinnern, weil es halt unwichtig war. Ich glaube, so mit Level 5, 6 ist man dann rüber, ne? Ins richtige Elwin. Irgendwas anlegen? Krieg wenig Stoffzeug, krieg alles Mögliche. Hier, Handschuhe. Ui, jetzt geht was. Muss nur ein bisschen motzen, weißt du? Gut, jetzt muss ich nach Goldhain. Oh, der hat gleich salutiert. Das ist gut, das kann natürlich sein. Schlimm ist es nicht, ne. So, jetzt muss ich rüber. Warte mal, soll ich hier noch ein paar Viecher umbringen, dass ich... Oder was bringt das jetzt an EP? Dass ich nur auf Stufe 6 komme, dass ich mir hier noch den Spell holen kann. Sonst muss ich hier wieder zurücklaufen. Da habe ich eigentlich auch wenig Bock drauf. Macht das Sinn, einfach noch ein paar Mobs zu grinden? Weil hier kann ich mir halt den Schattenblitz 2 holen. Ich glaube, es gab keine Berufsausbilder in... Ja, weil ich bin halt erst Level 5, ne?
Keine Ahnung, aber ich habe jetzt alle Quests eigentlich gemacht. Weil hier fehlt mir noch Adalas und Schattenblitz, ne? Was kosten das? Ein Silber. Und auch ein Silber. Ist im Keller ist auch ein Lehrer, tatsächlich? Ja gut, dann ist es wurscht, dann kann ich rüber. Okay, ja, alles klar, dann auf geht's. Dann grinden wir hier nix. Ja, Adalas ist echt gut. Adalas. Dum, 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 dum. Da ist er, der Kerle, der auch nochmal eine Quest hat. Schönen guten Tag. Ist die Ader runter, ja. Alles klar, bisschen verstörend. Mhm. Ah, warte mal, das kann ich jetzt mal zumachen. Das habe ich hier im Hintergrund noch offen. So, okay. Dann schauen wir mal. Mit Stufe 6 dürfte ich ein bisschen mehr mit Schattenblitz machen. Dots hier noch, ja. Schade, dass ich jetzt nie sehe, wann ich hier dieses Agonie-Dings bekomme. Der war aber hundertprozentig instant, ne? Und Taschen könnte ich nur brauchen. Sind jetzt mittlerweile eigentlich schon Leute auf Stufe 60? Also haben schon durchgezogen? Das Black hat 3 Tage für Stufe 7 gebraucht? Hä? Wie das denn? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt zocke. Warte mal, ich könnte ja Play... Oder? Geht Play den Classic schon? Played. Ich habe jetzt 51 Minuten gespielt. Das ist also auch schon lang für Stufe 5. Aber ich bin jetzt halb zu Stufe 6. Aber 3 Tage für Stufe 7? Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund. Ist noch jemand hier? Classic am Dings? Ist in ähnlichen Queststand wie ich? Wir können auch gerne eine Gruppe machen, wenn ihr lustig seid. Hallo. Man sieht sich. Hallo! Sonst kann ich erstmal meine Quests abgeben, und zwar bei dem Dude da. Den habe ich nämlich immer verpasst, ne, weil der hinter der Wand stand, das weiß ich noch damals. Wasser, 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 Wasser. Nice, jetzt habe ich wieder Quellwasser, jetzt geht was. Okay, hier drin scheint nichts mehr zu sein. Würde es gerne mit... Ja, gut, ihr seid wahrscheinlich die meisten schon weiter. Ich habe halt jetzt heute erst angefangen, ne? So, jetzt bin ich am Überlegen, was ich für Berufe nehme. Ich habe damals mit meinem Hexer, habe ich VZ genommen und ich habe Dings genommen, ne? Schneider. Aber mein Bruder war Alchi und Kräuterkundler. Da war das schon mal weg. Und ja... das sind Stoffhandschuhe, Handgelenke. Ach echt, Schneider und VZ ist am besten für mich. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, was ich damals in Classic genommen habe. Profitiere hier am meisten von, ja. Hallo. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Soll ich mir so ein... Oh, der kostet halt echt viel, der Sack, ne? So viel Gold habe ich halt nicht. Oder Silber. Also was wir denn machen? Tiefenschacht, Mine, Koboldkerzen und Goldstaub. Ja, das sind die 3 Quests. Aber ich habe die Quest noch nicht, dass ich den Dings killen muss, oder? Ausspähen. Ich glaube, die eine Quest kriegst du danach, ne? Und wenn man kochen lernt, hat man, glaube ich, dieses Eberfleisch-Quest hat man dann noch gekriegt. Die hätte ich mir vielleicht noch holen sollen. Das ist deine 2 Gold, ja, GZ. Was hast du mir per Post geschickt? Bist du auf dem gleichen Server wie ich, oder wie? Jetzt schauen wir mal. Tiefenschachtmine. Die muss ich jetzt ausspähen. Dann muss ich, glaube ich, nochmal zurückgehen, weil dann kriegst du, glaube ich, die Folgequest, dass du den Boss da, Goldzahn hieß der, den musst du, glaube ich, töten. Oder? Warte mal, oder war das die? Oder wo hast du die Goldzahn... Nee, es gab eine Quest, dass du zu diesen Höfen musstest. Warum habe ich die nicht gekriegt?
Lass dich überraschen, okay. So, jetzt habe ich die Höhle ausgespielt. Ja, komm, ich töte die Viecher gleich. Komm, ich lade jetzt irgendwelchen ein. Ah ne, warte mal, ich muss ja eh, das ist ja eh eine Loot-Quest. Oh, die sind halt Stufe 7, die Mobs hier. Gut, dann lasse ich mich mal überraschen. Also der eine Mob hat mich fast genatzt, ne? Alter, widerstanden. Oh nein! Bin ich halt am Sack. Jetzt bin ich am Sack. Oh fuck, das ist der nächste, jetzt bin ich tot. Komm, greif den an! Lauf, lauf, lauf! Nein, ich bin tot! Ja, okay, das war nix. Oh fuck it. Die waren ein bisschen zu hart, ne? Da endet ein Mob und dann bist du am Sack. Schlimm. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Ich hätte lieber noch den einen töten sollen. Ein Dreck ist es. Eine Mob ist da hinten gerade gespawnt und hat mich dann umgeboxt. Blöd gelaufen an der Stelle. Und mir sieht den Geisterheiler. Stimmt, ja, du hattest weniger Friedhöfe, das ist richtig, weil jetzt muss ich meinen. Jetzt habe ich keinen Mana mehr, um den Dings zu beschwören. 100 Mana kostet das. Ach shit, das hätte ich jetzt gar nicht essen brauchen. Okay, damit kann ich nicht taggen. Das war jetzt der Versuch wert, ihm das zu klauen. Den Mob habt ihr gesehen. Ich wollte jetzt Assi den Mob wegklauen. Da oben war, glaube ich, Gold sein früher. Oh fuck, das sind zwei Mobs. Und dann Stufe 6, ne? Und Stufe 7. Fuck, da sind er mir. Gut, dass ich nicht. Oh nein, der eine ist gestorben. Mein Mob. Hohoho. Mois. Da, ich kann also, wenn ich da oben jetzt reinlaufe, dann bin ich ziemlich. Oh, ich habe volles Mana. Komm, ich probiere das jetzt aus. Ach komm, da sind drei Mobs? Ist das euer fucking Ernst? Fuck, okay, der gehört mir schon mal nicht mehr. Die haben alle Mobs sich geholt. Na, zumindest habe ich einen gekriegt. Mein Level, würde ich sagen, mein Dings ist down. Sind, glaube ich, in der Gruppe, die Dudes. Ich brauche mehr Mana. Mit denen ganz gerne weggesnackt. Oh, Kacke. Der tötet mich halt jetzt. Nein, töte ihn. So ein Dreck. Mhm. Wahrscheinlich wird es schneller gehen. Vor allem, wenn mich halt so ein Level 7er Mob, der macht mich halt übelst rund, ne? Der macht mich halt übelst rund. Ach, nervig. Also halt, wenn in dir die Mobs spawnen, dann wird's halt richtig dreckig. Ich hätte meinen Wichtel-Nommel rausholen sollen. Ich weiß gar nicht, wie der verreckt ist. Der hat ja eigentlich nicht vernünftiges Aggro, ne? Weil der Paler da vorhin die Aggro hatte. Mein Goldstaub muss ich mir nur looten.
Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, bevor man. Ach lol, okay, ich konnte hier oben wiederbeleben. Bevor man den Dings hat, den Leerwandler, ist wahrscheinlich die Gruppe echt sinniger, aber auch bei so Loot-Quests. Oh, wieder buffen hier. Die Mine ist schon eine fiese Geschichte, definitiv. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Du nicht neben Kerze. Stirb! Oh, war ja da. Ist schon wieder der nächste Mob von hinten an mich rangeschlichen hier. Was denn der Leerwandler? Warum greift denn der nicht. Der. Hallo? Also irgendwie, wenn das Ziel switcht, dann buggt der ganz schön rum, kann das sein? Halt teilweise ein bisschen blöd in diesen Höhlen mit dem Respawn. Warte mal, kann der auch OM gehen? Macht der dann nicht Melee-Angriff oder irgendwas, der komische. Alter, das ist Level 8. Ach nein, das ist Goldzahn. Scheiße, ich hab den Boss gepult. Den brauche ich ja gar nicht. Dachte mir gerade, hä, warum steht denn der hier drin? Ich dachte, der war da oben gestanden. Oh, der ist schon rot bei mir, der Mob. Ah, der hat auch Goldstaub gedroppt, der Goldzahn. Die sind irgendwie alle höher als ich. Warum bin ich denn erst Level 5 und die sind hier teilweise Level 9 ist der eine schon. Der ist Level 6, okay, der ist auch nicht so viel höher als ich. Irgendwie habe ich weniger EP mitgekriegt aus dem Startgebiet, ne? Aber die Quests sind gelb, das passt. Den Recken. So. Gut. Ja, Höhlen sind halt immer so ein bisschen eine fiesere Angelegenheit, ne? Wenn die Mobs dann auf dir drauf spawnen. Aber jetzt haben wir ja schon mal 4. 4 von 8 und 4 von 10. Mal ein bisschen gucken, ob hinter einem nochmal so ein fieser Mob spawnt. Die Ränge von den Spells machen halt auch viel aus, ne, hier. Dann hören, also mit Rang, mit Level 6 kann ich mir halt den zweiten Rang von Schattenblitz holen. Oh, das ist eine Kiste. Aber der gewinnt das Race. Oh, lol, der. Kistenrace hat er verloren, weil er abgebogen ist. Kiste, Kiste. Was? Ach komm! Man kann im Combat die Kiste nicht fertig aufmachen. Ernsthaft? So eine dreckige Scheiße. Geh weg, das ist meine Kiste. Versteck dich nicht im Busch. Meins, meins, meins. Boah, das ist so mit Heiltrank. Warte, jetzt geht was. Jetzt geht was hier. Was hast du vor, Bruder? Er ist resettet, oder? Ja. Ja, aber da war ein bisschen Gold und es war ein Heiltrank drin, also. Ne, hier. Kannst du nichts sagen. Nichts Gutes, also bitte. Gallico. Oh, schau mal, da habe ich irgendwas nicht gelootet anscheinend. Shit. Hat er sich den erstbesten Mob geschnappt? Mobs habe ich fast gesagt hier.
Hier sind aber halt schon ein Haufen Dudes unterwegs, ne? Musst du echt deine Mobs suchen? Ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich die Kiste rausgezogen habe. Komm, helfen wir dem mal. Nein, ich war zu spät. Jetzt haben sie mir den geklaut. Super, jetzt habe ich den in die Hacken hängen. Weil ich halt keinen Instant-Spell habe. Ich habe einen, ich habe den halt instant, ne? Aber der macht keinen Schaden. Und dementsprechend kriege ich damit den Mob nicht. Muss 2 Sekunden jedes Mal casten. Oder ich müsste halt einen Melee-Hit drauf machen. Aber der dauert halt auch ein bisschen. Mal schauen, dass einer am Flitzen. Ey, wo hast du Stäbe gekauft? War das nicht irgendwo... Konntest du das auch bei den Menschen machen? Stimmt, ja, sonst kannst du das ja... Kannst du ja gar nicht... Oh, fuck it. Mach keinen Scheiß hier. Das mal so. Aber ich habe auf jeden Fall genug Gold, Dings mir zu holen, ne? So. Was macht er denn jetzt? Vor allem mein Dot ist schon drauf und dann fleckt er um, weißt du? Nervig. Bist du dir nicht sicher? Ja gut, müssen wir mal gucken. Ja, Zauberstab wäre halt auch gut, aber... Woher nehmen, wenn nicht stehlen, ne? Wo ist mein Wichtel eigentlich schon wieder? Hallo? Piptal, wo bist du? Der wird von irgendwas angegriffen. Alter, dieses Drecksviech, echt, da ist er. Hier, bei Fuß. Wegliger Wichtel. So, die anderen Leute gehen mir auf den Sack. Keine Ahnung. Besser ist halt, wenn gar keiner da ist, dann kannst du einen Mob nach dem anderen machen. So, wenn die Mobs nicht da sind, spawnen die dann halt immer in dir drin. Das wird halt, ist halt viel abfuckter. Okay, wer hat da Heiden Gold gemacht, ne, damit? Mach ich mal nur die Dots drauf und mach dann Melee-Attacks, ob sich das lohnen würde. Ich bin dann insgesamt schneller Level, weil ich dann wieder Mana reck. Schnapp mir einen von denen hier. Hätte mir Koch mitnehmen sollen, ne? Dann hätte ich diese... Ich glaube, so eine... Es gab so eine... Oh, fuck, da sind 2 Stück drin. Den habe ich jetzt noch nicht geedet, den anderen. Oh, damn it. Dann spawnen sie wieder alle gleichzeitig. Ja, jetzt werde ich sterben. Ich kann jetzt nicht mehr trinken. Gut, dass der Magier sich den geschnappt hat. Schau, da hat sich der Heiltrank schon gelohnt. Der hat mich komplett vollgezogen. Nice. Wird widerstanden. Nicht genug Mana.
Mir fehlt halt immer noch Kerzending. Fuck, der war schneller als ich. Die Amelie. Was ich besser finde, naja, also BFA natürlich. Das ist jetzt halt nur so ein bisschen Nostalgie-Schwärmen, ne? Ja, mal gucken. Ein bisschen werde ich hier wahrscheinlich schon spielen. Jetzt will es halt einfach nicht mehr droppen, ne? Ernsthaft, wenn der Dot drauf ist und noch nicht tickt, dann kriege ich den Ding nicht? Ist das euer Ernst? Oh, ich muss immer mit. Ich darf nicht mit Verderbnis polen. Das ist ja richtiger Dreck. Das ist richtig, richtiger Dreck. Jetzt hat der Typ mal einen Mob gekriegt, ne? Was, wie viel Dots ein Hexer insgesamt bekommt? Naja, du hast halt den Feuerbrand, dann hast du Verderbnis und dann hast du noch dieses Pein-Ding hast du noch. Boah, eine Kerze brauche ich jetzt noch. Und später, ich weiß nicht, ob es das in Classic auch schon gab, dann gab es noch diesen Lifesteal-Dot. Leben, den gab es, aber ich weiß nicht, ob es den nicht erst in Dings gab, in Burning Crusade. Und in BC gab es dann noch dieses, hier instabiles Gebrechen als Dotlock. Und dann gab es noch, wie heißt es hier, die Saat. Und dann gab es noch, noch so ein Drittel, so wie das heißt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das gab's alles in Classic nicht. Ich bin außer Reichweite. Aber die Höhle war damals schon gefürchtet. Nice. Ich wollte gerade einen Mount anmachen, aber habe ich ja nicht. So, jetzt haben wir alles fertig, oder? Ja. Schade, dass noch keine Tasche gedroppt ist. Das wäre echt gut gewesen. Ein Täschchen. Hab sogar einen Ausdauer-Buff gekriegt. Uiuiuiui. Da geht was. Kurz. So, jetzt erstmal meinen Aha-Dino auspacken und hier dingsen. Weißt, wenn ich hier ein bisschen reinhacken würde, packst du auf einmal einen klassischen Aha-Dino aus. Dann geht was. Ziehe den Ehrenfreund. Da geht was. Da hinten konnte ich auch noch eine Quest abgeben. Echt, okay. Ja, Taschen wäre halt echt richtig gut, aber die kosten halt schon einen Haufen. Oh, schon mal, die Quest ist zu hoch für mich. Wie geht's? Auf dann. Schönen guten Tag. Hallo? Kostet ein Silber. Das gut angelegt war. Braucht ihr Hilfe? Ach stimmt, da hattest du ja damals noch Folianten. Aha. Was kann ich für euch tun? Schattenblitz. Warte, was macht der jetzt mehr an Schaden? 13 bis 18, 23 bis 29, das ist natürlich krass. Und Adalas.
sitze ich. Jetzt muss ich mir auch den Rang 2 rausziehen, ne? Das ist ganz wichtig. Weil der Rang 1 kostet wenig. Oh, schau mal, der kostet jetzt halt 40 Mana. Holy moly. Habe ich hier ein Lagerfeuer? Stohlen halt entdecken hast du hier mehr Willenskraft. Diesen Zauberstäbe, das habe ich leider nicht. Ich kann das nicht angreifen. Okay, ziehen wir uns Atlas noch raus. Halt, warte mal, jetzt können wir mal gucken, was da noch für Bücher waren, ob ich da was brauchen kann. Hier. Blutpakt für den Wichtel. Na komm. Mögen eure Reisen sicher sein. Da hast du hier die zwei mehr Ausdauer. Gut, die habe ich jetzt über das Ding theoretisch auch. Okay. Dann verkaufen wir hier noch. Können wir hier mal noch das Ding annehmen? Weg. Obwohl, da hätte ich wahrscheinlich immer Haar mehr gekriegt, oder? Oh, die Kerzen sind ja richtig was wert. Gut, die könnte ich die Rüstung erhöhen. 30 Sekunden lang? Nee, das hau ich lieber weg. Auerstein. Hey, grüß dich. Ja, ich werde wahrscheinlich einfach so sterben, ne? Wenn ich Adalas einsetze. Jetzt brauche ich halt bloß nur Essen quasi. So, und da. Gut, dann legen wir weiter los hier. Will mal aufmounten, ne? Aber ich habe ja kein Gaul. Sad life. Also, was haben wir jetzt für Quests? Ich glaube, die haben wir nach SW, oder? Die Quest, ja, okay. Und die Jaspermine. Hast du nicht irgendwie auch diese Quest gekriegt hier, dass du zu diesem einen Hof musst? Nee, anscheinend nicht, ne? Ich bin jetzt halt erst Level 6 und habe nur noch eine Quest, die ich wirklich machen kann. Auf welchem Realm ich spiele? Ich spiele hier auf Razorfeen. Schau mal, ich habe zwei Quests insgesamt. Einmal nach SW zu gehen und dann muss ich die Jaspermine erforschen. Das ist die mit den Spinnen, ich glaube hier oben war das. Die, und die ist aber halt orange, die Quest. Ich weiß nicht, ob ich die machen will. Jetzt testen wir mal unseren neuen Schattenblitz. Ja, 23. Ja, geht. Wie viel PP brauchen wir denn hier? 3600, also einiges. Der hat schon Leerwandler. Oh, der ist schon Level 19. Aber haben dich die da nicht hingeschickt? Hast du da keine Quest gekriegt, dass du hingehen musst? Oder musstest du da so hinhatschen? Jetzt gehen wir erstmal nach Ding. Ich habe halt immer noch ziemliches Rotzgier, ne? Ich hab nichts mit Stats. Ich hab 8 Silber. Hier gut, da müssen wir durch. Dass du meinst, dass ich die eine oder andere Quest übersehe? Das kann sein, ja. Auch zu sehr gewöhnt, dass so Quest-Symbole auf der Karte sind, aber die hast du ja teilweise auch nicht. Ein Gold kostet 15 Euro. Holy moly. Ja, das wird aber auch nach unten gehen. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne, Noob? Der Belag sah damals auch noch anders aus, ne?
das war hier total wellig. Das kann ich mir auch noch erinnern, ja. Und der H war quasi anders aufgebaut als früher. Du konntest nämlich... Warte mal, wer war denn das? Welcher NPC? Konntest mit irgendeinem NPC konntest du targeten, während du einen Postkasten angeklickt hast? Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Führungsabzeichen abgeben. Oh, die Minimap, ne? Mit dem Schwarzen hier, richtig gut. So, schauen wir mal, ob wir uns Rüstung kaufen können. Schauen wir mal, gibt's irgendwas Grünes? Boah, mit einem Int kann ich dann eine Robe kaufen. Ein Willenskraft. Boah, das ist schon eine richtig gute Robe, ne? Ein Int hat die drauf, da geht was. Schauen wir mal, Waffen, was sind da so drin? Boah, da ist ein Stab drin. Sechs Dings, also das war mein ganzes Ding. Ja, aber einen Zauberstab werde ich noch nicht kriegen, das kannst du vergessen. Was haben wir denn? Boah, Stäbe, Zweihand. Einen Zauberstab, da unten. Ja, ich habe Zauberstab angeklickt und... Ach doch, das ist ein Zauberstab. Soll ich mir den kaufen? Der hat 11 Damage. Kostet 6 Silber. Weißt du was? Ich kaufe mir den. Hier. Dann ist mein ganzes Ding weg. Jetzt hat einer richtig Kohle gemacht durch mich. So. Bis Stufe 13, ja. Es wird sich dann schon gelohnt haben, den zu kaufen. Meiste Wert Stärke. Rüstung. Das macht einfach nur Schaden. Komm, nehmen wir das Rüstungszeug. 800, uiuiuiui. So, und wo muss ich jetzt hin? Da habe ich nur noch die Jaspermieden-Quest. Das ist ganz schön traurig. Kann ich den Flugpunkt hier mal annehmen? Die sind alle höher vom Level als ich. Die suchen einen Tank für Waffenkammer. Ziehe den Ehrenfreund. Ich kenne keinen anderen Flugort, na wunderbar. Ich dachte aber, dass du da eine Quest hinkriegst, aber anscheinend ist dem nicht so, da musst du so hinlaufen. Ja, da musstest du ja diese Liebesstory musstest du einmal machen und diese Eber umhauen und sowas. Das kenne ich schon, ja, ich laufe da jetzt mal hin. Danke dir fürs Abonnieren. Habe ich einen Zauberstab? Mal gucken, was... warte mal, ich muss mein Wichtel wiederholen. Also, ob ich Max rauszoomen aktiviert habe, bei Kamera kann man hier... Was haben wir denn hier? Entwickelnde Kopfnicken, Gelege folgen. Maxi... Nee, das ist die... Ich hab's niedrig.
Also ich könnte noch, ja, so ist maximal. Bringt das EP? Warte mal, kann ich jetzt mit meinem Zauberstab... Ich hab doch jetzt einen Zauberstab. Muss ich das erst lernen, oder wie? Geht das denn nicht? Ich glaube, das hätte ich lernen müssen mit dem Zauberstab. Warte mal, Fertigkeiten. Was habe ich denn? Dolch, unbewaffnet, Stäbe, Kacke. Die erschießen. Ach, war das ein extra Ding, oder? Angreifen? Schießen? Ah. Oh, ich sollte nicht immer Dings machen. Okay, jetzt schauen wir mal hier auf das Schaf, machen wir das jetzt mal. Oh, 22 Damage, das macht mehr Schaden als mein komischer Schattenblitz. Jo, nee, passt, habt ihr recht, hab's gefunden. Das muss das erstmal noch hochskillen. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Das Ding mal irgendwo anders hinpacken. Oh, widerstanden. 19 Schaden. 13, widerstanden. Gut, ich muss Zauberstäbe erst hochskillen jetzt, ne? Alter, das haut richtig raus. Ist halt besser, als wenn ich Schattenblitz draufkaste. Ja, war auf definitiv war das eine gute Investition. Dotte ich den einfach nur und dann schießen wir mit dem Zauberstab drauf. Definitiv. Geht ja richtig, richtig smooth durch hier. Ich bin außer Reichweite. Alter, 32 hat der Zauber. Warte mal, wie lange dauert das, wenn ich jetzt nur mit dem Zauberstab drauf schießen würde? Auf so einen Mob. Warte, nehmen wir die Spinne hier zum Beispiel mal. Es geht tatsächlich auch relativ gut. Da brauche ich halt 0 Mana für, ne? Das ist halt ganz praktisch. Ich glaube, wenn ich sie dotte, das ist schon einmal. Schon mal nochmal ein Stück besser. So, Recount würde mich schon interessieren. Das könnte ich mir vielleicht draufladen. So, jetzt gehen wir einfach da runter zu den Höfen. Dort 1, 2, 3. Ja, gut, klar, das könnte ich machen. Mir so ein Cast-Sequence-Makro. So die ganz lazy Variante. Tatsächlich will ich schon noch ein bisschen was drücken. Bin ich dann eh gleich nochmal Level up. Habe ich meinen Zauberstab nicht gerade am Hochskillen, jetzt habe ich 29. Gut, klar. Also ich muss, gut, ob ich jetzt, also drücken muss ich jetzt eine Taste trotzdem, muss ich halt weniger verschiedene drücken, das ist richtig. Halt immer noch keine Tasche gekriegt, ne? Um ein paar mehr Slots zu haben. Lass mal gucken, ob ich die eine noch einhole. Die ist jetzt Level 8. Ich bin jetzt Level 7. Könnte noch was werden. Also die haben schon mal keine Quests.
Da bin ich, also das weiß ich jetzt nicht, ob nur Taschen von Humanoiden droppen, das könnte sein. Die Quests werden auf der Map nicht angezeigt, ne? Da habe ich bestimmt ein paar vergessen. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Das fuckt mir irgendwie auch ab, dass die Quests nicht automatisch rausgezogen sind. Okay, das ist jetzt diese Liebesquest, wo ich zum anderen Ding rüber muss, ne? Schauen wir mal. Ah, da haben wir noch ein paar mehr Quests. Der Typ war da irgendwo hier am Wasser gesessen, oder? War das nicht so? Hallo, lebt wohl. Schönen guten Tag. Ja, ich bin halt am Überlegen. Also ich wollte halt Classic aus Nostalgiegründen basteln und halt ohne Addons spielen, weit möglichst, ne? Ich damals halt auch keine Addons hatte. Erst später dann mal Recount oder so. Auch kein Quest-Addon. Muss man die Zauber umdingsen. War das mal so. Ja, also es wäre sicher einfacher mit einem Quest-Addon, da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, jetzt geben wir erstmal das Ding hier ab und dann gucken wir mal weiter. 5 für Prinzessin muss sterben, die habe ich auch. Hallo! Auf dann! So, jetzt muss ich wieder rüber. Mit der Oma sprechen. Wo ist die Oma? Hallo. Sorry, bin nicht der King, schreibt der eine. Alles klar. Warte mal, war die hier, die Prinzessin? Ah, da ist die Oma. Okay, das wird zumindest auf der Map angezeigt. Die ist in der Hütte, da hockt sie drin. Wie geht's? Die Mausgeschwindigkeit ist immer noch zu viel. Siehe den Ehrenfreund. Muss ich die jetzt hinbringen? Ist das der eine Typ, der da hinten hockt? Ich hoffe mal. Nicht, dass ich jetzt den Weg umsonst lauf. Nee, das ist nicht der Typ. Ich muss wahrscheinlich zu der anderen. Der Tommy. Ja, Space, da bin ich voll bei dir. Die Namen finde ich auch grausig, dass die geändert werden. Und ich weiß noch, dass das hier Goldshire hieß. Also, vielleicht haben die das Ende von Classic geändert. Und aber wo ich angefangen habe, hieß das noch Goldshire. Nordshire, Goldshire. Hier die Dings, Ironforge, ne? Sowas haben sie gelassen. Aber das hier, ich weiß nicht, warum das geändert ist. Ja, ich finde, Eigennamen sollte man nie übersetzen. Das ist Käse. Das klingt immer echt scheiße dann.
Oder in den allermeisten Fällen. So, jetzt brauchen wir 5 Brocken Eberfleisch. Also umboxen hier. Schauen wir mal, ob das Sinn macht, hier einfach alle zu dotten, ob ich dann sterben werde. Aber die sind Level 6. Ich bin Level 7. Okay, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Fuck, die sind beide fast tot. Okay, also 3 Mobs packe ich nicht. Das war jetzt ein Versuch und der ist schief gegangen. Ja gut. Ich dachte, ich packe die. Scheiße, ich hätte noch einen Heiltrank gehabt, ne? Ah, dammit. Und die Rüstungstränke. Das sollte ich mir vielleicht mal reinhauen. Vielleicht stacken die. Ja, das war nix. Jetzt muss ich wieder komplett hinterlaufen. Da war er zu überheblich. Habe ich denn hier noch offen? Ach, das kann ich zumachen. Ein Schuss in den Ofen war das. Und zwar tut die komplett die. Naja. Mein Wichtel und alles wieder beschwören. Ein Graus, aber ich wollte meine Verteidigungswertung skalieren. Sodala. Wann ich heute mache, weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir 12:30, ein bisschen mache ich schon noch. Auf dem Live-Server habe ich ja soweit alles fertig. Honshu, hey, grüß dich. Das gute alte Hunters Mark, ne, mit dem Pfeil drauf. Ach ja, das kenne ich auch noch. Also mehrere Mobs pullen funktioniert auf jeden Fall nicht. Das haben wir jetzt schon mal getestet. Das ist zu weit entfernt. So ein guter Zauberstab ist echt einiges wert. Alter, die droppen halt auch einfach gar nichts, diese Viecher, ne? Damage machen, macht der hier die Dots schon auch. Also, kannst du ja nichts sagen. Oh, jetzt habe ich mein erstes Brocken Eberfleisch. Ach ne, ich habe jetzt. Hä, 4? Hab ich vorhin schon was gelootet? Ah, anscheinend hatte ich schon welche. Die kriegst du unabhängig von der Quest. Okay, wo muss ich das jetzt abgeben gehen? Oh, das kannst du wieder nicht anklicken, ist das dumm. Bring 4 Brocken aus. Tantchen, Stonefield, warte mal. Das sind die McClure, also ich muss quasi rüber. Prinzessin, Jaspermine und was ist das? Mal, wer ist denn der William Pestel? Wer ist denn das? Keine Ahnung, wo der ist. Keiner von denen, oder? Naja. Okay. Ja, den kann, glaube ich, ein VZ herstellen, oder? Zauberstäbe? Soweit ich weiß, konnte früher ein Verzauberer basteln. Brauchtest du noch so ein Holz und so ein Zeug, ne? 10er Skill. Ja, sowas ist immer gar nicht schlecht zu wissen. Braucht ihr etwas? Mögen die Reisen sicher sein.
Zurück zu Billy. Billy ist der, ist das Kind, ne? Da muss ich so Schweinepastete hinbringen. Ich glaube, der Pestel-Typ, der müsste in Goldshire sein. Eine Essenz plus Holz, genau. Das Holz konntest du, glaube ich, beim Händler kaufen. Shit, den werde ich jetzt adden. Weißt du, Schattenblitz macht halt 30 Schaden und muss halt ewig gecastet werden. Wenn ich mit Zauberstab draufhau und das ordentlich reinwämmst, dann ist das halt auch bei 20 oder sogar mehr, ne? Also, keine Ahnung. Ich kann mir eine goldene Nase damit verdienen, theoretisch. Das sind so nervige Quests und du musst immer hin und her hatschen. Bist mehr am Moven als alles andere. Dafür bin ich zu spät dran, ja gut, das kann natürlich sein. Man konnte man den Zauberstab nicht auch in Bewegung machen? Nee, das geht nicht. Das muss tatsächlich stehen bleiben. Ich bewege es, das ist mit dem Zauberstab auch rum ums Eck. Okay. Fast ein bisschen schade, dass sie das mit dem Zauberstab rausgenommen haben, ne? Deswegen sind Taschen auch richtig billig. Ach stimmt, das hätte ich auch noch gucken können, ob wie es mit den Taschen aussieht. Warte mal, wo muss ich das jetzt abgeben? Ich dachte hier irgendwo. Ach, jetzt muss ich Goldzahn töten. Ach ja, so war das. Stimmt, da. Du bist, bevor du in die Höhle gegangen bist, hast du die Quest gemacht. So war das. Und dann hattest du nämlich auch die Goldzahn-Quest. Ah, ich bin ein Nappel, ne? Jetzt muss ich nämlich nochmal komplett durch die Höhle durch. Jetzt bin ich Level 7 und nicht mehr Level 5. Jetzt müsste das ja ein Stückchen besser gehen. Okay, 2 bis 3 Silber. Das ist ja ganz gut eigentlich. Das geht ja eigentlich voll klar. Warte mal, soll ich mal gucken, wie viele Leute... Warte mal, wo kann ich denn das jetzt hier aufmachen? Ups, ne, das war wahrscheinlich dann hier... Sehe ich das, wie viele Leute im Retail und im Classic? Mache ich das mal zu... Also, warte mal, hier haben wir... Also, wenn die ausgegraut sind... Ne, das ist WoW Classic. Das ist Anti zum Beispiel. Achso, wenn er von der anderen Fraktion ist, dann sehe ich das nicht, ne? Warte mal, ist das unterschieden zwischen, wo die unterwegs sind? Hat das ein anderes Symbol? Alle, die offline sind? Wo sehe ich das am besten? Na, da steht dann WoW Classic dran, ne? Classic, WoW Classic, ja. Achso, und das ist dann Retail. Also wenn das so ein helles Symbol hat, sind die Leute in Classic. Und wenn das ausgegraut sind, sind sie nicht in Classic. So scheint mir das zu sein. Ja, also ich glaube, die Mehrheit ist in Classic unterwegs. Ja, hier sind einige in Retail. Ich denke mal, ist relativ ausgeglichen. Ja gut, jetzt schauen wir mal hier weiter. Dann schnappen wir uns den Goldzahn.
glaube, da geht's wieder raus, oder? Bin ich hier falsch? Mhm. Ne, das sieht sogar tatsächlich ganz gut aus. Dahinter muss ich. Ich habe 33 Damage mit dem Ding gemacht, hier im Zauberstab. Der macht halt tatsächlich mehr Schaden als ein Schattenblitz, das ist so traurig. Alter, der Pot liegt halt auf dem Global Cooldown. What the fuck? Oh, scheiße. Lauf doch nicht auch weg, du Gammler. Hab ich Aggro? Ich hasse dich. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Du, das ist ein Druid mit Bärform. Muss ich meinen Pot raushauen. Anders ging's nicht. War schon zu sehr beschadet hier. Justin, hey, grüß dich. Oh ja, soweit ganz gut. Fertig bin ich, weil es warm ist, aber... Sonst, soweit ganz gut. Bisschen müde vielleicht noch. So, da oben wird's jetzt hart. Alter, das war echt knapp. Bin ich hier noch im Combat, weil der eine Typ... Oh, fuck. Fuck, ich hab nochmal einen geaddet. Ich werde jetzt halt sterben. Lauf, lauf! Ich brauch ein Speed-Ding. Oh, fuck it. Das lädt immer noch auf. Ja. Ja, bei uns wird's jetzt dann auch bald richtig gewittern. Oh nice, der hat mich geheilt. Oh, richtig, jetzt bin ich ja richtig gebufft hier. Ich habe leider keine Buffs. So für einen Int-Buff würde ich auch einiges geben. Ja, dann kühlt es halt ein bisschen ab, ne, wenn du Gewitter hast. So, kann ich da jetzt oben mal zu Goldzahn hochkommen? Ach, fuck, das ist nochmal ein Mob. Also diese Mine ist schon echt abfuck. Life habe ich denn jetzt eigentlich 160? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ey, was bei mir auf 6 ist, ja, das ist Adalas. Aber ich brauche Adalas ehrlich gesagt nicht einsetzen. Wenn ich halt so schon immer übelst runter drop. Ich habe jetzt Dornen drauf, ne? Jetzt kriegen die Naturschaden, wenn die mich hitten. Jetzt geht richtig was. Wir haben jetzt mal noch einen Rüstungspot rein. 50 Rüstung ist viel, oder? Was habe ich denn jetzt? Ah, fuck, jetzt kommt schon wieder der nächste. Alter, zwei Mobs, ist das euer fuck Ernst? Ich werde halt sterben. Ach, da ist halt schon wieder der nächste Respawn. Du kommst halt hier nicht rein in dieses Drecksloch. Also ich brauche da, glaube ich, echt eine Gruppe für Goldzahn.
Das ist doch echt scheiße. Die spawnen halt so schnell nach, die Viecher. Also sind halt drei Mobs immer oben. Und wenn du den einen wegkaltest, dann spawnen die anderen schon wieder nach. Ach, ist das ein Dreck. Diese Mine ist ein Loch, ich sag's euch. Ein dreckiges Loch ist das. Nee, ich habe jetzt keinen Bock, da ewig mit den anderen da rumzumbasteln. Das ist mir jetzt zu blöd. Also irgendwie ist mein Internet, ne? Also von meinem Handy in letzter Zeit so kacke. Ich kriege immer irgendwelche Nachrichten, ne? Und dann dauert es immer noch so 10 Sekunden, bis die irgendwie angezeigt werden. Das ist richtiger Mist. Mal gucken, ob ich da hinten noch durchkomme. Müsste schon gehen, irgendwie. Der Kack ist immer, die Viecher spawnen mir immer im Rücken. Das ist immer die Scheiße, das killt mich halt. Wenn vorher der eine Hunter nicht gepullt hätte, weggelaufen ist und die Mobs dann auf mich gegangen wären, dann wäre das alles kein Stress gewesen, wenn ich halt einen Mob nach dem anderen weghauen kann. Aber wenn ich halt da rangehe und dann wer anders schon welche gekillt hat und mir die dann im Rücken spawnen, ist halt richtig ätzend. Meinen die jetzt, die laden mich in eine Gruppe ein. Ich will jetzt aber in keine Gruppe eigentlich. Jetzt mal hier in die Gruppe. Ich werd jetzt gekillt von dem hier. Alter, der hat mich gekillt halt. Der ist ein bisschen fies, der Typ. Aber hier ist gar nicht Goldzahn. Warte, wo ist der denn? Das war hier ein Elite-Mob, den ich gar nicht brauche. Wo ist denn der? Ich dachte, der war da hinten drin. Anscheinend brauche ich einen anderen Messing, aber das ist quasi der. Das ist der Dings. Und hier ist Goldzahn. Anscheinend bin ich an der falschen Stelle. Da war bloß so ein Rare drin. Mal gucken, was der droppt. Vielleicht ist da was Gutes drin. Vielleicht kriege ich ja irgendeine krasse Waffe. So. Der läuft in der ganzen Höhle rum? Okay, dann habe ich ihn anscheinend verpasst. Weil ich bin ja jetzt dann schon ein bisschen rum. Ich dachte immer, der steht da oben, aber dann habe ich mich falsch erinnert. Dann war da oben dieser Rare gestanden, ne? Jetzt habe ich leider die EP nicht gekriegt. Von dem. Was ist denn das hier? Das ist der andere Spieler, ne? Aber der Ding ist hier. Mal gucken, aber looten kann ich ihn ja hoffentlich gleich noch. Mal schauen, was der bringt. Schauen wir mal, hier haben wir ihn. Okay, der hat einen weißen Gürtel gedroppt. Ein Lederteil. Also die ganze Aktion hat sich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich rentiert. Sich da hochzusterben. Für nichts und wieder nichts quasi. Wir haben Post. Ah, da kann ich gleich mal gucken, ja. Rares bringe ich viele P in Classic, okay, na gut.
Guck mal, welcher dort mehr Schaden macht. Hat er widerstanden? Nee, also das Feuerding macht nicht so viel Damage. Blutsauger könnte ich gebrauchen. Ja, dann suche ich mal den Goldzahn. Vielleicht ist der hier irgendwo drin. Bist du ohne Questhelper? Ja, ich spiele ohne Questhelper. Spiel komplett ohne Addons jetzt hier gerade. Kann ich noch nicht wirken. Oh fuck, das war keine gute Idee. Wieder widerstanden. Das lädt immer noch auf. Ja, der hat nicht hier. Ich dachte gerade, der hat vielleicht Goldzahn. Übel, ja, das ist ist teilweise ein bisschen nervig. Was ist er denn? Ach fuck, hier lag Goldzahn, okay. Doch, ich hab Schattenblitz, aber der macht halt weniger Schaden als mein Zauber... Also, fuck, schon wieder widerstanden. Schon mein Zauberstab macht halt 21 Damage. Ich hab mir einen GMH gekauft. Und der ist halt instant. Der kann auch nicht, wenn der Mob mich haut, wird er verlangsamt. Mein Schattenblitz macht halt 23 bis 30 Schaden. Also es rentiert sich halt tatsächlich nicht, einen Schattenblitz zu casten. Oh, hier ist Goldzahn. Ich muss den jetzt bloß töten, dann werde ich wahrscheinlich sterben. Nein, jetzt hau doch drauf hier. Ich loot ihn jetzt einfach noch. Nein! Ja gut. Jetzt ist meine Brust rot. Aber gut, was hat die drauf? Die hat eh keine Stats, ne? Die hat nur 3 Rüstung. Jetzt habe ich ihn endlich! Nee, und das castet halt 2,2 Sekunden, da habe ich schon 2 oder... Und das hat 1,5 Sekunden, ne? Also ich habe fast 2 Dinger durch. Endlich habe ich ihn. Wieder down. So, jetzt kann ich den looten und raus ist diese Kackhöhle. Das ist ein Loch, ich sag's euch. Ein Loch ist das. Ein Apfel habe ich noch. Ja, nee, das mache ich auch nicht, dass ich die repariere. Ich hole mir dann eine neue. Die kostet ja. Wahrscheinlich kostet das Reparieren auch fast nichts. Warte mal, ich muss. Ah, das ist wieder ewig weit drin, ne? Stimmt, ja. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Jetzt muss ich halt hier nochmal komplett die Höhle durchhatschen. Naja, so ist das. Was ich halt ein bisschen gammelig finde, du addest halt 2 Mobs, ne? Und du kannst halt jetzt nicht irgendwie... Du kannst... Ach fuck, das sind halt alle Mobs jetzt hier. Du kannst halt nicht sagen, okay, ich habe jetzt so und so das Skillset und kann halt... kann halt viel gegen die Mobs machen, sondern du stirbst halt dann einfach. Einzige, was du machen könntest, ist halt vielleicht einen Heiltrank nehmen. Hallo, castest du jetzt mal? Verstanden. Sondern du hast halt einfach wenig Auswahl an Fähigkeiten. Das ist halt ein bisschen gammelig. Nö, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, die farmen hier ein bisschen mehr. Was lag denn der an? Ach, du siehst nicht mal das Live von dem? Weil das ist auch kein krasses Gear. Ich finde es halt immer gammelig, ne?
wenn du halt einfach siehst, okay, du kannst jetzt nichts machen, wirst du einfach sterben an der Kacke. Ja, dann hast du Blutsauger, das ist richtig. Will ich jetzt nicht, keine Ahnung, die laufe ich jetzt, range ich jetzt einfach aus. So, das Ding habe ich gelootet. Nee, ich habe, habe ich nicht gelootet? Ich habe ihn noch gelootet. Ah, oh, fuck it. Ich habe ihn nicht gelootet, weil ich auf den Chat geguckt habe. Oh nein, muss ich jetzt da nochmal rein? Ach. Alter, das dauert so lange, dass du einen Cast durchkriegst. Oh, ich muss weglaufen. Das sind wieder... Also ich glaube, wenn ich Mobs an mir dran habe, dann brauche ich gar nicht versuchen, meine Dots drauf zu casten, weil die leider nicht instant sind, sondern ich brauche einfach nur den Zauberstab spammen. Weil alles andere, das wird so lang wieder zurückgesetzt, das ist echt krass. Okay, die sind jetzt outgeranged. Jetzt ich brauche was zum Essen, Apfel. Ich muss da jetzt dann nochmal rein, ne? Ja, also das wird zurückgesetzt, das macht überhaupt keinen Sinn. Kannst einfach mit dem Zauberstab draufholzen. Das ist halt irgendwie einfach nur dumm, keine Ahnung. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wahrscheinlich ist der jetzt schon despawned, ne? Ja, ich hol mir den Wichtel wieder raus. Kann mein Buff-Ding noch einmal reinhauen. Besser eigentlich den Wichtel immer auftanken zu lassen. Hat der Wichtel denn jetzt hier den Mob gepullt? Kann man nicht verstehen. Ich muss meinen Wichtel ja wieder beschwören. Dann Dots drauf gemacht. Ja gut, das kann man natürlich auch machen. Ja, ich habe doch den Wichtel eben beschworen. Was ist denn jetzt mit diesem Wichtel los? Ah! Ich müsste einen Haufen mehr Rüstung jetzt mit der Kombi haben. Das lädt immer noch auf. Aber da musst du halt ständig den blöden Wichtel beschwören, ne? Der. Aber der nimmt, also ich sehe auch nicht mal, dass der mich im Target hat, ne? Kann man das einstellen, so Target vom Target? Ja, dieser blöde Wichtel, der hält halt leider auch nichts aus. Ich bräuchte so einen Leerwandler. Nein, hier ist Goldzahn. Bitte stirb an ihm. Das hat Level 9, der Hexenmeister, ne? Oder lädt mich in eine Gruppe ein. Dann krieg ich dann den Mob. Ich hab, der Mob ist nicht von mir. Jetzt bin ich ein Assi. Oh, jetzt ist er gestorben. Keine Ahnung. Juckt mich nicht. Hätte ihm jetzt helfen können, aber dann hätte ich wieder ewig warten müssen, bis Gold sein spawnt. Habe jetzt einfach keinen Bock drauf. So, jetzt haben wir den Kack raus ist im Laden hier. Bloß raus ist. Warte mal, kann ich da oben rauslaufen? Ist da Ende im Gelände? Ja, komme ich da wieder in diesen großen Ding, oder? Nee, das ist Hinterausgang. Nee, ich komme da wieder in diesen großen Raum. Ach. Bloß raus hier. Ja, der kleine Gnom tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen leid, aber es ging nicht anders.
Was? Aber der Mob war noch grau. Also. Keine Ahnung. Ich bin mir da nicht sicher, ob der mitgezählt hätte. Der war noch grau. Und ich habe keinen Bock, wenn ich den jetzt umgeboxt hätte und den draufhauen müssen. Okay. Ja gut, dann habe ich den Gnomen. Sonst. Okay, Interface. Und dann. Kampf, aber was ist das für ein Anzeige, oder? Warte mal, ist das Kampfziel des Teams? Ah, da muss ich das machen, okay. Und danke dir. Wo muss ich jetzt dieses komische Ding abgeben? Goldzahn. Stonefields, warte mal, jetzt bin ich auf dem McClure-Hof, das ist der falsche. Muss zu den Stonefields rüber. Ich glaube, ich bin hier, bin für das Classic Gameplay, glaube ich, mittlerweile zu ungeduldig. Man bringt das Reh eigentlich noch Ding hier? EP, wenn ich das umhaue? Level 5. Ne, bringt überhaupt nichts. Okay, dann hat nicht. Achso, ja, kann ich machen. Da müsste ich aber wieder zum Postkasten gehen, ne? Man hatte hier aber kein so ein Postkastensymbol. Hallo? Schönen Tag auch. Boah, Level up. Wo ist denn die Prinzessin? Die war doch auf einem von den Feldern, oder nicht? Ja, aber wisst ihr das zufällig? Also ich meine, oder war die Prinzessin hier hinten auf einem Feld? Ja, stimmt, die Spells sollte ich auch holen, jetzt bin ich Stufe 8. Dann machen wir das doch mal. Ich dachte, dass du Zauberstab auch während dem Laufen nutzen konntest. Also, glaube ich, im PC war das so. Im letzten Hof, ja, also hier hinten, ne? Wenn ich nicht irre, ja, ich meine auch. Also ich habe halt immer noch nicht, also gear-technisch, ne gut, ich habe mir den gekauft, aber das andere Zeug habe ich alles im Startgebiet. Also jetzt hier wirklich aus Nordshire. Fuck, da kommen die ganzen Spinnen. Ich lauf jetzt einfach weiter, keine Ahnung. Hässliche Viecher. Müssen wir gucken, ich glaube, ich müsste noch ein Grillfleisch im Kühlschrank haben von heute Abend. Das glaube ich nämlich auch, dass das später geändert wurde. Früher war ja hier noch wirklich der Dunkelmond-Jahrmarkt, nur da hattest du kein Portal, sondern du hattest wirklich da rumstehen. Mal schauen, jetzt kann ich hier neue Quests annehmen. Schönen guten Tag. Wie nett von euch. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Für die Allianz. Wie nett von euch. Was kann ich für euch tun? Mögen eure Reisen sicher sein. Achso, den Post wollte ich dann noch gucken, ne? Jetzt schauen wir erstmal, was beim Händler noch gibt. Hallo. Ah, Flucht der Pein. Das war aber, glaube ich, instant. Ich hoffe es zumindest. Das kostet 2 und 4. Sehr schön. Auf dann. So, jetzt muss ich bloß gucken, wie wir das hier mit den ganzen Spells machen. Hallo. Seid vorsichtig. Warum kann ich das nicht anklicken? Hallo? Ich bin Stufe 8 Hexenmeister und das kann ich kann das Ding nicht anklicken. Den Wichtel vielleicht wegpacken? Da
Warte mal, wo war denn das Pet drin? Das Pet hatte doch auch so einen Reiter mit Zaubern. Ach nee, ich muss wahrscheinlich, ich brauche einen Wichtel beschworen, dass das geht. Kann ich mir vorstellen. Ja, hast du schon gesehen, das ist nicht mein Wichtel, ist ja gut. Hier. Achso, das hat er jetzt automatisch, Rang 2. Ja, okay, passt. Da habe ich nur ein Silber, ne? Ist wieder so gut wie pleite. Seid gegrüßt. Die Rollen sind ein bisschen was wert. Warte mal, wie viel Rüstung habe ich denn jetzt? Sehe ich das irgendwo? Hier, Rüstung. 17. Ich habe jetzt halt zwei Rüstungssachen drauf. Das Elixier. Das sind halt jetzt schon mal 90 Rüstungen, habe ich dadurch mehr. Warte mal, jetzt die Rolle noch drauf. Fuck, jetzt habe ich den mit Rüstung gebufft. Ach nein. Ach fuck. Den NPC mit Rüstung gebufft. Mit Rex-Typ. Hat mein Rüstungsbuff jetzt. Jetzt hat der 50. Ne, 60. Boah, 60 Rüstung hat er mehr. Boah, ich habe ein Dings gekriegt. Oh nice. Danke dir. Silver, vielen Dank. Boah, 4 Silber und eine Tasche. Das brauche ich, kann ich dringend brauchen. Schau dir das an. Jetzt habe ich die Hälfte mehr an Taschenplatz. Schau dir das an hier. Jetzt geht was. Was muss ich denn jetzt machen? Kristallwedel. Vitamine und was? Wache Thomas. Wache Thomas war der drüben, ne? Mal das mal dahin. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Schau mal, das war instant. Boah, da geht was. Entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Ja, das könnte ich auch machen. Schneider. Warte mal, ist der Schneiderlehrer? Ist der nur drüben im Holzfällerlager oder ist wer hier auch einer? Roter Spezialist Space am Start, ja. Ja, ja. Ne, wahrscheinlich ist das hier so die Kombi am besten. Das ist nur im Holzfällerlager, meinst du, ne? Ich krieg sogar zwei Dot-Dinger durch, alle drei Dots hier drauf. Ja, das ist ja alles drüben, ne? Also ich muss quasi... Also die Jaspermine ist oben, die Sau ist unten, das Lager ist hier. Was, warte mal, was war das dritte, was ich noch machen muss? Altangwedel. Das sind die von den Murlocs, oder? Kann das sein? Ja gut, es kommt halt auch auf die Zeit drauf an. Ich muss mal gucken, ob das die Murlocs sind, die das droppen. Ach, das kannst du wieder nicht anklicken. Ja, Murlocs. Oh fuck, die waren richtig abfuck, die Viecher. Echt? Okay. Gibt doch für alles ein Add-on, hä? Ja, vielleicht soll ich mir da doch Add-ons für holen, hä?
Mal, kann ich mir die Dings mal anzeigen lassen? Ah, jetzt sehe ich ja die Balken. Sehe ich die Mobs ein bisschen besser. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wenn ich hier auf eine von den Inseln gehe, dann werde ich wahrscheinlich geraped ohne Ende. Das Geräusch, ne? Ah, wenn das schon losgeht, da weißt du, dass das Probleme kriegst. Ah, schau, da haben wir schon das Erste. Ach komm, der Wolf musste jetzt auch noch adden, oder? Warum tankt der Murloc den jetzt nicht? Ich habe nur den Murloc da drauf schießen lassen. Alter, ich habe 3 Mobs gekillt, ne? Ich kann das nicht plündern. Bin so ein Tier. So, ach fuck, ich habe nur noch Wasser, ich habe kein Essen mehr. Kann ich das irgendwie essen, das Zeug? Ne, das kann ich alles nicht essen. Schöne Scheiße. Ich kann aber, warte mal, ich hätte jetzt auch gerade vieren können, ne? Weil ich ja ein krasser Warlock-Dude bin. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hier, so ein 4 könnte ich theoretisch. Ja gut, bei dem war es jetzt halt. Ach gut. Nee, ich müsste das irgendwie aus dem Stream zusammen rausschneiden, keine Ahnung, irgendwie. Aber so ein richtiges Video gibt es da tatsächlich nicht. Und es waren ein bisschen über 6000 Tries, was ich hatte. So ein bisschen drüber. So, können wir hier rauspolen, ohne dass wir alle Murlocs adden? Wahrscheinlich nicht, ne? Fuck, der hat widerstanden. Pwned. Wird jetzt risky. Irgendwann kommen sie alle. Ja, keine Ahnung. Ich finde es auch einfach nur abgespackt mit den Schardingern. Aber ich habe es halt so lange durchgehalten, bis ich es halt hatte, ne? Wenn du halt Luck hast, dann kommst du vielleicht auch... Ah, Alter, 3 Murlocs. Kann ich mehrere gleichzeitig vieren? Das lädt immer noch auf. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Alter, gerade so überlebt, ne? Das war jetzt eine knappe Nummer. Ja, jetzt heißt es warten. Oder ich mache was Riskies. Kann ich noch nicht wirken. Scheiße. Was, der Sinsel wieder rausgekommen? Was ist denn mit euch? Alter. Das ist zu weit entfernt. Scheiße. Ja, das war nix. Warte mal, kriege ich jetzt ein Todeswiederbelebungs? Warte mal, wenn ich jetzt hier mache. Bis 10 kriegst du doch nichts, oder? Na gut, meine Waffe. Ah, fuck, nein, meine Waffe ist rot. Nein, die brauche ich ja, mein Zauber. Oder? Ah, das ist nur die, okay, das juckt nicht. Solange der Zauberstab nur geht, alles ist alles gut. Jetzt kann ich mich hier direkt die Quest abgeben gehen. Naja, du kannst natürlich immer Glück haben, ne? Ich habe halt 6000 Tries gebraucht. Das ist halt die Geschichte. Hallo? Schönen Tag auch. Oh, da gibt's dann Heiltränke. Ich kaufe und handle. Fisch, weg damit.
So geil ist das Zeug nämlich leider auch nicht. Seid vorsichtig. Wie geht's? Man sieht sich. Was ist denn hier? Wo ist denn der hier? Ja, aber wo ist der? Marshall Mc... Warte mal. Ah, warte mal, das ist die Tusse, ne? Ich muss runtergehen. Ja, den Drop siehst du nicht so wirklich, nur mal, ne. Also ich hab das halt auf dem Dings bekommen. Ja, 1200, das ist halt auch schon einiges. Ja, alles rot, ich hätte rappen sollen. Aber vom Dings tut's dem ja nichts ab. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Alles rot hier. Experten am Werk. Jetzt geben wir erstmal die Quest ab und dann schauen wir mal weiter. Dreckige Spinne, echt. Dreckige Spinne. Muss mal gucken, warte mal, welcher ist der McClure und welcher ist der andere? McClure, ja, ich glaube, ich bin am richtigen Hof. Geben mal das Unsichtbarkeitsding noch ab. Seid gegrüßt. Das ist schon ein bisschen gammelig hier, die ganze Zeit rumlaufen zu müssen. Welche Rasse auf der Ali-Seite ich empfehle? Also ich habe damals einen Elfenrock genommen, aber ich weiß auch nicht mehr, warum der Elf besser als das andere war. Aus irgendeinem Grund war der, glaube ich, besser. Ja, da musst du halt mit vielen Chars ran. Wie gesagt, ich habe es am Ende mit 85 Chars gemacht, ne? Da weißt du halt, was los ist. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder rüber. Prinzessin muss sterben. Jaspermine. Ja, jetzt müssen wir erstmal das mit der Ding machen. Jetzt müssen wir rüberhatschen. Ich bin schon so knappe 2,5 Stunden hier unterwegs. Aber gut, ich bin auch ziemlich oft gestorben, muss man sagen. Hab schon gut auf den Sack gekriegt, ja. Ja, das Gute ist, wenn man halt 2 WoW-Accounts hat, kann man das immer nebenbei basteln. Da ist doch so ein krasser Typ drin in der Hütte. Wie hoch ist denn der? Oh, fuck, ich hab die geedit. Ja, 3 Level 8, da packe ich halt nicht. Muss man wissen, wo seine Grenzen sind. Da sind halt noch mehr. Fuck. Was haben die für eine Aggro-Range? Oh. Jetzt werden sie mich killen hier. Für den Typen brauchst du zwingend eine Gruppe. Ja, das scheint mir auch so. So, hab den Leerwandler, den Wichtel habe ich für geopfert.
Eigentlich musst du schon überlegen, hier ist ziemlich viel, wo eigentlich nichts für Quests relevant ist. Also hier dieses komplette Ding, ne, ist halt für Quests komplett irrelevant. Ja, mit dem Leerwandler ist das alles dann ein bisschen angenehmer, das ist sicher richtig. Dann könntest du ihn wahrscheinlich auch umboxen. Also wenn du den Leerwandler reinschickst und den jetzt erstmal off-tanken lässt, auch wenn er dann verreckt, ist das immer ein, kannst du halt mehrere Mobs killen. Einen vierste, einen lässt du vom Leerwandler off-tanken, dann hat sich das schon einen Haushalt schnell um. Der Bär, ne, die sind immer gefährlich. So, da vorne ist dann der Hof, da wo ich hin will. Level 9 Bär, der hat schon ein bisschen mehr Life. Ja, bei so Mount-Drop-Sachen, das ist teilweise echt so, dass du es mit Chars zuschmeißen musst, wenn du sowas haben willst. Es ist traurig, aber es ist so. Bin ich auch nicht so ein Fan von, aber so ist es nun mal, ne? Ja gut, er muss ja zwei Accounts haben. Du kannst ja nur maximal... das sind aber einige Prinzessinnen und die Gefolgeschweine. Zauber ist noch nicht bereit. Nice, wir haben sie gekillt. Wunderbar, das ging sogar gut hier. Schreibt mir danke. So, jetzt sind wir zu der Wache Thomas. Ja, das stimmt. Charmount haben wenige Leute, das ist richtig. Also das ist schon arschselten. Aber ich habe jetzt alle Worldboss-Mounts, ne? Hier haben wir die. Hier ist eine der abgefucktesten Quests, die es in Komplett Classic gibt. Und zwar die Murlocs hier oben, ne? Oder an dem Fluss hier. Das ist richtiger Abfuck. Das ist nicht nur so ein bisschen Abfuck, sondern richtiger Abfuck. So, die Jaspermine, die ist da oben, die müssen wir noch holen. Und die vermisste Wache, aber jetzt gehen wir erstmal in das Lager und schauen mal. Ja, das ist halt eine Sache, ob man ein Sammler ist oder nicht, ne? Bei mir geht's halt um den Sammelaspekt. Mögen eure Reisen sicher sein. Schauen wir mal, wo das Schneider-Ding ist. Na gut. Sucht ihr was Bestimmtes? Köcher hat er zum Angebot. Wie kann ich euch helfen? Hier kriegst du einen. 5 Gold kostet noch ein Beutel, der 8er kostet noch ein bisschen mehr. Ah, ich kaufe mir den, glaube ich, nicht. Das ist mir tatsächlich zu teuer. Siehst du dann auf 60 hoch? Ja, das wahrscheinlich nicht, aber jetzt so. Mal gucken, wie lange ich halt Bock hab. Das ist halt schon auch zeitaufwendig, ne? Und ich werde jetzt halt mich sicher nicht nur in Classic stürzen, sondern ich habe ja im BFA auch einiges zu tun. Deswegen, ja. Muss mal gucken, aber vielleicht so über die Zeit werde ich langsam hochleveln. Ah, okay, in der ersten Hütte. Dann schauen wir mal. Oh, den kann man angreifen. James Clark. Seid gegrüßt.
Ja, gut. Hallo? Schneider. Auf dann. Aber so viel habe ich halt nicht. Ich habe 11 Silber jetzt. Ein weißes Hemd lernen. Das war's. Okay. Das ist ja echt ein bisschen. Warte mal, wo sind denn die Berufe eigentlich? Ach doch, da ist es. Ah, okay, das sind noch ein bisschen andere Sachen. Erstmal ein bisschen Faden bauen. Rüstung, die wäre schon mal besser als meine. Den groben Faden brauche ich noch. Verkauft er das auch? Nee. Du? Ach komm. Jetzt hast du halt hier keinen Faden. Naja gut, scheiß drauf. Kriegen wir später schon mal irgendwie noch. So, was haben wir denn jetzt noch? Hier. Holzbündel müssen wir besorgen. Dann rotes Leinenkopftuch, Jaspermine. Und dann müssen wir hier Streuner und Jungbären töten. Das sind wahrscheinlich die hier, ja. Gut, hier sind schon ein paar andere am Werke. Das ist zu weit entfernt. Fuck, der ist da schon angecharged. Ja, okay. Dann hab ich mir den hier. Die widerstehen schon relativ oft, die Mobs, ne? Boah, einen Streuner haben wir schon umgeboxt hier. Was die ein Leben haben, würde mich schon interessieren. Kann man das nicht irgendwo einstellen noch? Bei Kampf? Ja, das kannst du ja nicht anzeigen. Ah. Das ist nur mein eigenes Moment. Von den anderen kann ich es mir nicht anzeigen lassen, oder? Ja, okay, das geht anscheinend nicht. Namen. Ne, scheint anscheinend nicht zu gehen. Ja, okay, anscheinend echt ein Add-on. Das ist echt traurig. Wie schnell bricht denn der 4 eigentlich? Wenn ich den jetzt 4... Ich muss näher ran. Geht halt echt, ne? Bleibt relativ lang im 4. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen eigenen Ordner für Classic bei meinem Dings hab. Warte mal. Hab ich jetzt bei dieser komischen Twitch-App... Also ich kann jetzt hier... Wenn ich jetzt hier zurückgehe, ich habe jetzt aber hier World of Warcraft quasi. Und dann... Kann ich hier irgendwas aktualisieren. Aber ich kann ja jetzt nicht auswählen. Da kann ich dann irgendwas umstellen. Warte mal, kann ich hier switchen? Ah, was habe ich denn hier? Classic. Ah. Warte mal, aber hier im Classic-Ordner habe ich auch Add-ons? Hä, ich habe eigentlich im Classic-Ordner keine... Public Test Stream. Ah, doch, jetzt habe ich hier Add-ons suchen. Ah, okay.
Gut, okay. Ja, muss ich mal gucken. Muss man dann speziell auf Classic gucken oder wie? Mal fürs nächste Mal vielleicht. Eigentlich wollte ich noch Hocker umboxen. Das war eigentlich mein großes Ziel. Warte, wir können ja gucken. Halt, warte, machen wir hier Autoding drauf. Der killt den schon. Also, was meinst du? Das hier, ne? Spielversion 1. Okay, also das ist das Add-on. Das brauche ich. Okay, mal gucken. Ich muss halt gleich neu starten, ne? Ganz schön lang gefiert, der Dude. Das ist zu weit entfernt. Nein, lauf doch nicht noch weiter weg hier. Bleib jetzt mal da. Wenigstens kann ich jetzt vieren, ne? Hast mein Wichtel abgeraucht. Was hast du denn da noch für Add-ons, die ich mir holen soll im Moment? Klassik. Okay, das findet er nicht. Ist das wahrscheinlich. Auseinandergeschrieben könnte ich mir. Zusammengeschrieben findet er nix. Nee. Das ist wahrscheinlich auseinander. Da kommt alles Mögliche. Passbar. Also wenn ich zusammenschreibe, finde ich das auf jeden Fall nicht. Das ist komisch. Du hast dich richtig ausstaffiert quasi mit Addons. Ach shit, ich wollte eigentlich noch dotten. Ich habe mich da jetzt mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, weil das für mich nur so ein bisschen reinschauen ist, ne? Aber klar, wenn du da komplett durchziehen willst, dann macht es natürlich Sinn, ne? Mich ist das eher so ein bisschen, ach, ich guck mal und dann schauen wir mal. Deswegen habe ich mir jetzt auch keine Add-ons geholt oder irgendwas. Auch noch ein paar mehr Bären, so wie mir scheint. Ach, wo sind die Bären? Oh, da. Oh, jetzt habe ich einen Streuner geaddet. Titan Panel. Oh, meinst du, ich soll mich voll ausstaffieren mit Addons? Ja, also so dieses Standard-Ding ist schon echt wenig. Also in Classic ist es schon richtig abgespeckt, ne? Da vermisst man halt doch das ein oder andere. So, den Wolf brauche ich nicht. Den wollen wir jetzt nicht. Ah, oh, fuck, jetzt habe ich einen anderen Wolf geaddet. Ist noch nicht bereit. Geht er denn jetzt auf den Wichtel? Der hat doch nicht so viel Schaden drauf gemacht. Mehr Bären.
War was Bäriges. Ah, das war was Totes. Nix, nix, nix. Oh, der Wasserfall rauscht aber schon ganz schön. Das ist halt ätzend, ne? Wenn du Mobs am Suchen bist und dann noch keinen Mount hast und am Laufen, umlaufen musst. Eigentlich wollte ich Hogger umboxen, ne? Das war mein großes Ziel. Aber ich glaube, da wird heute nichts mehr draus. Ich halt nicht mehr die Bären hier zusammengekriegt. Da hinten ist schon wieder so ein anderer Typ, ne? Der ist auch auf Bären aus. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob noch das Fleisch über ist, dann gönne ich mir das jetzt gleich noch. Nein, der hat mir den Bären geklaut. Da oben ist der nächste Bär, der weg ist. Ach, jetzt sind hier bloß nur Wölfe. Ja, es ist halt, weiß ich nicht. Ich sag mal so, es ist halt kein gutes Gameplay, wenn du einfach nur Sachen auf streckst, ne? Und das ist es halt hier. Jetzt sind halt alle Viecher tot und ich bin nur blöd am Rumlaufen, sowas hasse ich. Ja. Es war halt auch schon früher kein gutes Game Design. Das ist zu weit. Alter, widerstanden. Alter, nächster Karl. Also das ist halt echt einfach nur dreckig, dass sie die ganze Zeit widerstehen, die Viecher. Ist gleich nochmal ein Bär. Jetzt geht was. Kein anderer Dude, der mir ihn klauen kann. So. Da spawnt der nächste Bär. Also jetzt haben wir hier, ne, richtigen Bärenspawn. Gut, das müssen wir jetzt abgeben gehen. Und dann haben wir wahrscheinlich die Murlocs als nächstes, oder? Hier. Da muss ich ja noch die Wache suchen, die von dem Murloc zerfleischt ist. Zumindest so halb. Seid gegrüßt. Nee, das ist anscheinend die falsche Quest. Holzbündel, wo krieg ich denn die her? Muss ich die hier irgendwie looten? Moment. Warte mal, hätte ich da Holzbündel aufsammeln müssen? Ja, scheiße. Da waren halt anscheinend Holzbündel gelegen. Ich habe nicht gesehen, dass ich die Quest auch noch habe. Wo ist denn jetzt diese andere Quest, die ich abgeben muss? Grenzschutz, die muss ich doch hier auch irgendwo. Oder war die bei der Wache Thomas? Ah, das muss ich bei der Wache Thomas abgeben, okay. Dammit.
Ich hätte halt die Holzbündel aufsammeln müssen. Naja, gut, okay. Du bist es so gewohnt, dass die Quests automatisch hier an der Seite sind, dass du da gar nicht mehr dran denkst. Muss ich halt bei jedem immer nochmal reingehen und nochmal draufklicken, ne? Kannst du hier auch nicht wegklicken, ne? Das geht auch leider auch nicht. Das Wasser sah natürlich phänomenal so, dass ich es nur rausbringe aus. Ehre dem König, Freund. Das Licht segne. Stufe 9. So. Brechen. Schauen wir mal, ob ich noch was zu essen habe, sonst gehe ich dann ins Bett. Ist hier sicher? Ja, ich bin mal kurz AFK. So, jetzt können wir uns noch ein bisschen abfacken hier mit den Murlocs, würde ich sagen. Ja, aber ich habe jetzt keine Folgequest gekriegt, oder? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich muss die Holzbündel holen. Leider ist das Fleisch anscheinend schon weg. Mein Bruder hat mir das weggefuttert. So wie das scheint. Jetzt gucken wir mal, wo die Holzbündel rumliegen. Ob wir da welche finden. Ah, da. Schau mal an. Oh, laut dauert es lang, die zu öffnen. Also heutzutage leuchtet halt alles, ne? Dann siehst du so Sachen instant, aber damals war das nicht so. Damals musstest du wirklich über alles drüber fahren, dass du siehst, dass du es looten kannst. Nee, 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 da sind die alle weggelootet, die Holzbündel. Ich hab den Bären gepult. Oh, der macht hier ein Duell. Gegen den Rogue anscheinend. Geht's richtig ab bei denen. Ah, ist das ein Holzbündel? Fuck, ich hab zu früh. Hast du bis 14 und hast 13 Stunden Playtime? Ja, krasse Scheiße. Was hab ich jetzt? Ich werde jetzt so zweieinhalb, 3 Stunden Playtime haben. Gut, ich bin jetzt Level 9. Was gibt's denn, dass ich 13 Stunden Playtime 14 habe? Also ich denke mal, ich werde 5 Stunden oder so haben, wenn ich sowas in dem Ding drin bin. Na gut, es dauert halt immer ein bisschen länger, ne? Mal gucken. Außer wenn es brennt, ja, dann leuchtet es. Nee, da habt ihr schon recht, aber wenn du es aufsammeln sollst, ist es ja mittlerweile immer, dass man es irgendwie so umrahmt ist quasi, ne? Leuchten ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck dafür. Das hast du halt hier nicht, da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst.
Brauchst du gute Augen, ne? Dass du sowas siehst. Ach, fuck, das ist wieder so ein Streuner. Ach komm, so nah war ich doch gar nicht dran. Ich bin ein Level höher als der, oder? Oh ne, der ist Level 10, der Streuner. Das gibt's doch nicht. Hier ist wirklich gar kein Holz. Angeblich soll das ein gutes Levelgebiet sein. Ja. Ja. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich bis auf Level 10 zumindest durchziehe, ne? Also, aber wenn ich jetzt schon mal so mein vorlösiges Resümee abgib, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich müde bin, aber so langsam habe ich keinen Bock mehr, ja. Damals hast du dich halt durch das Ganze durchgeplagt, weil du wissen wolltest, was kriege ich noch an Zeug, wo geht die Reise hin und so, aber das habe ich halt jetzt alles nicht mehr. Ich weiß, wie es in Classic weitergeht, ich weiß, was kommt. Deswegen ist meine Motivation da ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht so hoch, den Shader auf Max hochzuspielen. Oh, nice, da ist aber Holz, das hole ich mir. Fünf Bündel Holz haben wir. Und ich bin einfach auch nicht so dieser Slow-Pace-Spieler. Das ist auch nicht so meins. Ich mag es lieber, wenn es schnell geht. Ihr wisst, was ich meine. Oh fuck, das war nix. Jetzt hab ich ihn falsch gepult hier. Bring mir wenigstens noch zwei Dots drauf. Was? 2 Stunden für 4 Fangzähne. Klingt sinnig, ja. Ja, damals ist es halt noch schlechter gedropptes Zeug. So, hier, Holz. Drenas, hey, grüß dich. Ja, jeden Tag, ich hab dir nachgeweint. Dachte, wo ist der Drenas? Die Liebe meines Lebens. Quasi so in der Art. So, boah, ich hab mein letztes Ding. Mein letztes Bündel Holz haben wir eingetütet. Oh, jetzt wird es langsam wieder eng mit dem Platz. Ein ungeklärtes Fragezeichen. Interessant. Boah, jetzt bin ich überlegen, ob ich mir noch eine Cola aufmache, aber ich glaube eher nicht. Ich werde dann jetzt dann ins Bett abdüsen. Schaffe ich es noch auf Level 10? Boah, das sind noch 6000 EP, ne? Ich habe keine Folgequest gekriegt. Speerkuppe ist das wahrscheinlich das hier, nehme ich mal an. Wurde auf jeden Fall Questi. Hab immer noch nicht die Mörder-Quest, ne? Komisch. Wo hier drin war der Typ geflaggt, den ich. Ah, das ist es, oder? Ist zu weit entfernt. Ah nein, ich weiß, dass da muss ich erst später hin. Silberbahn.
Ich glaube, ich muss erst den anderen. Das sind, glaube ich, zwei Typen, die ich finden muss. Wer ist der Servername, wo ich spiele? Ja, Razorfin, genau so rum. Gerade ein Kollege gefragt hat, auf was für ein Server ich da spiele. Warte mal, war das nicht hier irgendwo, dass der erste Typ geflaggt ist und dann musste man den zweiten noch einquatschen? Das war doch irgendwie so, oder? Brauche ich mich da jetzt gerade? Da unten war die Wache und hier muss dann irgendwo der eine gewesen sein. Na, oder ich gehe jetzt erstmal zu dem Turm. Was können wir jetzt, warte mal, mein Lehrwandler holen wir jetzt, Lehrwandler sage ich, meinen Wichtel holen wir erstmal wieder raus. Dann gehen wir erstmal Richtung oben. Bin mir relativ sicher. War der da hinter dem Stein gelegen? Nee. Lexi, auf welchem Server spielst du? Auf welchem Dings da? Oder allgemein, wo spielt ihr? Auf welchem Server? Also ich meine, dass das irgendwo hier rumgeflackt war. Musstest da, glaube ich, den ersten Typen finden und dann nochmal so einen anderen. Meine ich. Und der andere war der, den ich eben im Lager, dieser Fleischhaufen. Oder ich irre mich, das kann natürlich auch sein. Auch hier, okay. Ah, das, schau, da oben war der. Das war der erste Fleischhaufen, den du finden musstest. Das an Diablo 3, ja gut, das ist natürlich auch. Die Dyer, die hätte ich vielleicht auch mal wieder Bock. Ah, schau, jetzt muss ich Rolf suchen, der ist dann in dem Dings drin. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir in die Jaspermine Dings da rein, dann zu dem Turm, dann zu denen und dann zu dem Ding, sagen wir mal so rum. Versuche jetzt noch auf 10 irgendwie hochzukommen, dann kann ich sagen, ich habe zumindest bis Level 10 auf Classic durchgezogen. Sind jetzt schon. Oh, bei 18 sind die schon krass. Warte, wo war denn der Eingang? War der da vorne, oder? Die war nämlich auch richtig mies, diese Höhle. Da werde ich es jetzt so machen. Ja, hier Jaspermine. Müssen wir ausspähen. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wenn dann? Du killst dich da halt einmal durch. Oder du rennst halt einfach wie so ein Blöder und versuchst halt, der ist Level 12. Ich werde halt wahrscheinlich adden, ne? Der addet halt nicht. Mann. Ich hätte vielleicht lieber auch einen Priester spielen sollen. Den habe ich zu Classic auch gespielt. Shadow war ziemlich stark tatsächlich. Beim Solo-Gameplay. Bei Mobs. So. Wo läuft er denn? Ich dachte, er läuft jetzt da durch die Mine durch und ich kann dem einfach nachrennen. Perfekt, wir haben sie ausgespäht, raus aus dem Loch. Das lief jetzt gut.
Ja, das ist immer blöd mit den Namen, ne? Das ist immer richtig blöd. Okay, das ist Rolf. Warte mal, Speerkuppe, das war in Westfall. Du hast auch so viel Live, quasi Live-Leech quasi gehabt über deinen Schaden, ne? Da hast du übelst konntest du übelst Mobs zusammenpullen und wegdotten quasi, weil du dich da immer wieder gegengehalten hast. Das war ziemlich stark. Ich habe dann teilweise ich habe mit meinem Priester in Classic Totenkopf Elite-Mobs solo töten können, weil ich mir halt einfach so krass gegengehalten habe. Fuck, mein Wichtel ist abgeraucht. Der hat schon einen Leerwandler, der Typ, das ist gemein. Echt, okay, hat man es im Server aufgesplittet. Wieder down. Musst du Bandagen von den Dudes holen. Inventar ist voll. Ach Scheiße, mein Inventar ist voll. Ich glaube, die haben auch richtig scheiße das Zeug gedroppt, ne? Ja, die droppen das richtig kacke. Ich bin außer Reichweite. Das ist low. Boah, mein erstes Kopftuch. Yay! So spare ich auf jeden Fall Mana, wenn ich das mit dem Zauberstab einfach nur mache, ne? Dotten und dann Zauberstab. Mal gucken, wenn ich jetzt Schattenblitz mache derweil, ob das besser geht. 30 sind das halt. 26, naja, caste ich halt viel länger. Also ich glaube, der Zauberstab ist tatsächlich immer noch besser. Außer wenn ich dann halt mal einen höheren Rang habe, dann könnte es vielleicht besser sein. 31 mache ich quasi dadurch. Und cast halt 2,5 Sekunden. Mit dem Dings hier mache ich halt auch fast 20 Damage. Und habe ich halt in der fast in der Hälfte. Jo, Space, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Lang sind denn die ganzen Dinger drauf hier? 24 Sekunden. 12 Sekunden, also 12 Sekunden 40 Schaden. Das 24 Sekunden 84 quasi. Und was macht der Feuerbrand? 15 Sekunden 20. Hier macht er 10 initial. Also da habe ich insgesamt 30 Damage.
Habe ich insgesamt 40. Also das ist tatsächlich der beste Verderbnis. Das dauert, also der tickt halt einfach nur ewig. Weiß ich gar nicht, ob es das unbedingt wert ist. Boah, ich bin schon so müde heute. Aber ich will auf jeden Fall nur auf Stufe 10 kommen. Das war eigentlich so das Ziel, was ich hatte. Zumindest auf dem Classic-Server auf Stufe 10 den Char basteln. Ach, da war nur ein Käse drin. Waldpilz weg, braucht kein Mensch. Solange ich kein Pala spiele, die sind halt nämlich noch beschissener, ne? Also, da hast du halt nur Auto-Hit. Nice, okay, die Dinger haben wir fertig. Jetzt muss ich den einen Dude noch holen. Okay, das Lager ist anscheinend gerade relativ gut aufgeräumt. Inventar ist voll. So, das ist, haben wir auch. Das muss ich bei den Stonefields abgeben. Holzfällerlager. Marshall Dings in drüben, okay. Wache Thomas, okay, und dann muss ich nach Ding rüber. Ja gut. Jetzt können wir einige Quests abgeben. Mal gucken, wie viele EP die bringen. Aber dieses Gehatsche geht mir langsam auf den Sack, das sage ich euch. Gleich mal das Flugmaul auspacken hier und dann geht's richtig rund. Boah, an dieses Questing muss ich mir echt gewöhnen, ne? Dass du hier einfach nur quasi so einen Punkt auf der Karte hast. Rotes Hemd anziehen. Was haben wir noch gekriegt? Taille. Ja gut. So, dann zurück zur Wache Thomas. Aber es gab das nie eine Quest, auch die Murlocs umzubrezeln? Anscheinend nicht, ne? Muss ja wieder den kompletten Weg zurückhatschen. Da kriege ich schon wieder einen Hass. Ah nein, warte mal, ich habe ja einen Ruhestein, ne? Nice. Stimmt. Hier, Ruhestein haben wir ja auch noch. Den kann, eigentlich, da brauche ich mir den nicht hier hochziehen. Aber das doch. Seid gegrüßt. Für die Allianz. Seid vorsichtig. Sehr schön. Jetzt können wir uns nämlich zurückporten und dann alles abgeben gehen. So, die vier Quests haben wir noch. Können wir eigentlich Hogger umboxen. Ehre dem König, Freund. Was kann ich für euch tun? Ziehe den Ehrenfreund. Seid vorsichtig. So, was haben wir denn da? Prinzessin muss sterben. Westgarnison. Anderes und dann. Irgendeinem Rüstungsgutschein der Armee geben. Kann ich euch helfen? Schönen Tag auch. Für die Allianz. Seid vorsichtig. Ihr sucht doch etwas. Was ist es?
Nee, das repariere ich glaube ich nicht, das Zeug. Halt, warte, das brauchen wir noch. Wem muss ich diesen Rüstungsgutschein geben? Da muss eine SW. Irgendeiner Sarah, wo ist die denn? Ist die hier drin? Nee, okay, die ist hier nicht. Jetzt gehen wir erstmal die andere Quest da unten nur ab. Jetzt haben wir schon zwei, ne? Aber da müsste ich zumindest Stufe 10 sein, wenn ich das unten nur abgebe. Waldspinne. Also mittlerweile schon grün. Ja, geht. Müssen wir, glaube ich, mit der Tiefenbahn fahren. Das mache ich jetzt noch nicht. Und nach Westfall zu der Garnison. Und das mit dem Rüstungsding, da muss ich wahrscheinlich auch noch SW, ne? Muss ich mal da gucken halt. Ich bin auf dem falschen Hof. Ich glaube, ich muss rüber zum anderen. So. Oh shit. Hätte ich den? Nee, alles gut, alles gut. Habe ich schon fast alles durchgequestet, ne? Jetzt ist bloß noch das mit der Garnison offen und dann hast du mal eigentlich soweit fertig. Also zumindest mit Elvin. Kann ich euch helfen? Schönen Tag. Eis, Level 10. So, sollen wir Hogger noch umhauen? Als Tagesziel. Warte mal, mit Stufe 10? Jetzt kann ich sogar was skillen, ne? Schau mal, verringert die Zauberzeit von Verderbnis um 0,4 Sekunden. Deswegen war mir das auch nur, ob das instant ist. Weil wenn du das fünfmal machst, ne, dann kommst du nämlich, kannst du 2 Sekunden wegmachen und dann ist es halt instant. Ah, okay. Was haben wir bei Demologie? Damals habe ich, glaube ich, Zerstörung gespielt. Ich glaube, ich mache tatsächlich das hier. Haben wir weniger Castzeit, das ist nur 1,6 Sekunden. Grüße. Für die Allianz. Das Licht sei mit euch. Das Licht segne euch. So, Hogger. Das ist jetzt die Quest. Quasi die Endquest hier im Elvin. Dann gibt es die Achievement. Pass mal auf hier. Gesucht, Hogger. Braucht ihr Hilfe? Das Gear ist, ne? 3 Rüstung, 4 Rüstung. Ja gut, das ist eh so gut wie nix.
toasten. Was Ragnaros down ist das Fake oder Ding? Wie? Ach so, haben Leute Raggi gekillt? Okay. Das wäre ja dann krass, ne? Soll ich hier einfach ein paar Leute einladen? Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Okay, die sind schon in der Gruppe. Okay, den habe ich nicht gekriegt, den Hogger. Das ist zu weit entfernt. Fuck, die kommen alle. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Jetzt musst du den ganzen Loot mit den anderen Leuten teilen. Maltik Nollarmbinde. Alles Dot-Klassen hier. Kriege ich halt nur von jedem x-ten ein Dings. Ah, da hinten sind wieder welche gespawnt. Er ist voll gedottet hier. Oh, der verdrischt mich aber. Warte, kann ich den vieren? Ich muss näher ran. Die haben mich geheilt. Nice. Nice, da geht Hogger down. Endboss besiegt, Leute. Game durchgespielt. Das mit den Armbinden ist halt ein bisschen kacke jetzt. Das ist halt nervig, wenn du dann immer nicht looten kannst, weil hier die anderen in der Gruppe dann quasi reinlooten. Aber jetzt können wir so ein Lager ausrotten. Mehr in der vollen Gruppe, da müsste es easy gehen. Natürlich ist halt nichts gedroppt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Alter, wo rennt denn der hin? Das ist zu weit entfernt. Komplett ins Nirvana rennt der.
Mein Loot-Mob? Nee, ich glaube, der ist einmal komplett abgehauen. Ich habe aber auch kein Glück, ne? Diese bemalte Dingsbinde. Da haben wir nochmal eine. Werden wir Adalas durchdrücken. Ich glaube, der andere Typ ist ganz schön oh fuck, jetzt habe ich da Dings drauf gecastet. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Aber wenigstens halt der Dude, ne? Da kannst du nichts sagen. Bisschen Adalas spammen. Der muss halt immer recken und ich kann das beim Adalas, dann soll er mich wieder hochziehen. Ich glaube, der Typ ist eher ein bisschen ein Klotz am Bein, da muss ich mein Loot immer teilen. Wisst ihr was? Geht aus der Gruppe raus, das bringt nichts. Ich gebe jetzt die Hogger-Quest ab und dann gehe ich ins Ding. Das ist auch dein Endziel, ja. Hogger umgeboxt, jetzt geben wir die Quest ab und dann haue ich mich ins Bett, keine Ahnung. Lang genug hat's. Lang hat das jetzt gedauert hier. Played. 3 Stunden, 22 Minuten bis auf Stufe 10 und Hogger umgeboxt, ne? Warte, wo gebe ich denn das ab? Nicht da hinten? Hogger. Marshall Douglas. Okay, der ist anscheinend woanders. Grüße. Der Deputy. Der hat anscheinend zu wenig zu sagen. Anscheinend, ja, hier ist anscheinend auch keine Ruhezone, aber wie lange ist denn der Ruhestein? Der hat doch hier eine Stunde gehabt, egal, dann kriege ich halt keine EP, oder? Oder soll ich da fix nur hochhatschen? Ja, komm, ich stell den kurz ins Gasthaus ab, was soll's? Sind wir mal nicht so. Das machen wir dann, vielleicht schaue ich mal wieder rein, mal gucken. So, Leute, ich hau mich jetzt dann ins Bett, ne? Ich wünsche euch eine gute Nacht und wenn ihr Bock habt, schaut ihr morgen Abend wieder rein. Da werden wir dann ein bisschen weiter auf dem Live-Server spielen und zwar sind wir am, was ist denn das, der 6. Mythic-Boss sind wir dran, also hier dieser Chord quasi und dann gucken wir mal, ob wir den umboxen können, dass wir langsam mal hier weiterkommen im Mythic-Raid. Gut, ich wünsche euch eine gute Nacht, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.